Ja, hoher Gemeinderat, sehr geschätzte Damen und Herren, liebe Zuhörer, liebe Mitarbeiter der Marktgemeinde, ich darf die heutige Gemeinderatssitzung hiermit eröffnen und mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Anwesenheit bedanken. Ich darf mich auch beim Herrn Günter Schreibmeier und Herrn Gerd Lipitzer vom heimischen Kabelfernsehen bedanken, die auch diese Sitzung aufzeichnen und somit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Im Zuge der heutigen Sitzung wird zum ersten Mal ein neues System zur Anwendung gebracht, welches es ermöglicht, die Sitzung auch für jedermann zugänglich auf einem eigenen YouTube-Kanal im Nachhinein abzurufen. Die Aufzeichnung, die Vorbereitung und der Upload ins Internet ermöglicht damit eine breitere Teilnahme der Bevölkerung an der politischen Willensbildung des Gemeinderates. Dieses Thema wurde in den vergangenen Jahren öfters angeregt und auch diskutiert. Nachdem das Land Kärnten in diesem Jahr die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen hat, haben wir uns dann darauf geeinigt, diesen Weg der Digitalisierung auch in Kötschach-Mauthen zu beschreiten. Bevor wir dann in die Tagesordnung einsteigen, darf ich die Gelegenheit nutzen, Herrn Finanzverwalter Manuel Luser und seiner Partnerin zur Geburt ihrer zweiten Tochter Ende Oktober herzlich zu gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Da Herr Amtsleiter Demessel derzeit erkrankt ist, darf ich ihm auf diesem Wege unsere Genesungswünsche übermitteln und Herrn Dominik Kreuzberger ersuchen, unter Top 1b die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit festzustellen. Bürgermeister Josef Zopot ist anwesend, erster Vizebürgermeister Georg Zankl ist anwesend, zweiter Vizebürgermeister Christoph Zeverin ist anwesend, Gemeindevorstand Christina Batterer und Herr Gemeindevorstand Alexander Säbel sind anwesend, Gemeinderat Wolfgang Durner lässt sich entschuldigen, wird vertreten von Herrn Gemeinderat Ersatz Thomas Rauter, Gemeinderat Thomas Dabringer ist anwesend, Gemeinderat Jakob Durner ist anwesend, Gemeinderat Reinhard Kierer, Gemeinderätin Monika Ploner und Frau Gemeinderätin Katja Unterreisinger sind anwesend, Herr Gemeinderat Gabriel Seibert lässt sich entschuldigen, wird vertreten von Frau Marlena Kreimel, Herr Gemeinderat Klaus Feistritzer, Herr Gemeinderat Martin Kundert, Herr Gemeinderat Martin Warmuth, Herr Gemeinderat Christopher Keppold, Herr Gemeinderat Magister Jakob Luser, Frau Gemeinderätin Sabrina Kogler, Herr Gemeinderat Christian Kogler und Frau Gemeinderätin Nicole Kressel sind anwesend. Herr Gemeinderat Patrick Seibert lässt sich entschuldigen, wird vertreten von Frau Gemeinderätin Ersatz Christine Winkler und Herr Gemeinderat Stefan Dohlinger und Herr Gemeindevorstand Robert Arnetter sind anwesend. Dankeschön. Dann kommen wir, darf somit die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit des Gemeinderats durch die Anwesenheit von 23 Mitgliedern feststellen. Tagesordnungspunkt 2, Bestellung der Protokollprüfer. Ich darf zu Protokollprüfern Herrn Gemeinderat Kogler Christian und Herrn Gemeinderat Martin Warmuth bestellen. Damit kommen wir gleich zum Tagesordnungspunkt 3, Genehmigung der Tagesordnung. Die Tagesordnung ist den Mitgliedern des Gemeinderats schriftlich zugegangen. Gibt es zur Tagesordnung Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Wenn das nicht der Fall ist, darf ich den Antrag stellen, die Tagesordnung zu genehmigen und um ein Handzeichen zur Genehmigung ersuchen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Ebenso darf ich wie üblich den Antrag stellen, dass auch diese Sitzung aufgezeichnet werden kann und damit, wie bereits berichtet, einer Dokumentation und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme auch einstimmig angenommen. Dann Tagesordnungspunkt 4, Fragestunde. Nachdem keine schriftliche Anfrage eingegangen ist, entfällt die Fragestunde. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5. Ein Teil der Berichterstattung ist den Unterlagen ja bereits beigelegen. Ich darf allerdings berichten, und zwar zu selbstständigen Anträgen gemäß § 41 AGO, ein Antrag von der Namensliste Turner. Und zwar ein selbstständiger Antrag Bestäubungsprämie der unterfertigten Gemeinderatsmitglieder der Namensliste Durner Jakob wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 29. Juni 2021 eingebracht und dem Ausschuss für Angelegenheiten des Tourismus, Handel und Gewerbe, Land, Forstwirtschaft, ländliches Wegenetz, Jagd und Fischerei zur Vorberatung zugewiesen. Dazu fand eine Ausschusssitzung am 20. September 2023 statt. Im Ausschuss bzw. danach im Gemeindevorstand wurde die Einführung einer Bestäubungsprämie für die Imker in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen ab 1. Jänner 2024 anhand der gemeldeten Bienenvölker fixiert. Als Förderbeitrag werden für 1 bis 10 Bienenvölker pauschal 50 Euro und für jedes weitere Bienenvolk 5 Euro bis maximal 50 Bienenvölker fixiert. Weiters wurde ein selbstständiger Antrag Dohlingweg der unterfertigten Gemeinderatsmitglieder der Namensliste Durner Jakob in der Sitzung des Gemeinderats am 27. Juli eingebracht.
und dem Gemeindevorstand zur Vorberatung zugewiesen. Dazu fand eine Gemeindevorstandssitzung am 5. Oktober 2023 statt. In dieser wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt. Zum Thema Kindergarten neu darf ich noch berichten. Über die Sommermonate wurde, wie bereits berichtet, in der Volksschule ein neuer Standort für Kleinkindbetreuung errichtet. Dort wurden zwei Gruppen ermöglicht, und zwar eine Kita, also für Kinder unter 3 Jahren, und eine alterserweiterte Gruppe, die ein zusätzliches Angebot in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen im Ausmaß von 35 Kindern bedeutet. Derzeit sind dort 23 Kinder in Betreuung. Die Betreuung hat Anfang Oktober gestartet, also die Sommermonate waren wirklich gut genützt. Es war eine sehr schnelle Baustelle. Seit Anfang November ist auch das Thema Mittagessen geregelt, also die Kinder haben auch die Verpflegung jetzt dabei. Wir haben im Zuge der Abnahme durch das Land Kärnten einige Adaptierungsaufträge noch erhalten, die wir jetzt noch zu erfüllen haben. Da geht es vor allem um eine Trennwand noch zum Lift und einen Küchenblock. Das soll in den Zuge des Winters umgesetzt werden. Ich darf auch berichten in dem Zusammenhang, wir haben in Dürte einen neuen Kinderspielplatz gebaut, neben der Volksschule für den Kinderbereich, also Volksschule und Kleinkindbereich. Darf in dem Zusammenhang berichten, wir haben es wahrscheinlich eh schon festgestellt, dass unsere Spielgeräte auf allen Spielplätzen schon ein gewisses Alter erreicht haben und die regelmäßigen TÜV-Überprüfungen im Sommer ergeben haben, dass sehr viele dieser Geräte nicht mehr den Haftungskriterien entsprechen, laut den gesetzlichen Grundlagen. Es sind zwar Geräte dabei, die durchaus noch funktionsfähig wären, aber eben sich die gesetzlichen Grundlagen halt immer wieder ändern, die Abstände zwischen den Schrauben und so weiter. Das heißt, der TÜV hat uns das beauftragt, diese Geräte entweder zu sanieren womöglich oder abzutragen und zu ersetzen. Das wurde dann auch im Ausschuss diskutiert und wir haben die Geräte nach den Herbstferien abgebaut. Die Spielplätze sind momentan etwas verwaist. Wir haben allerdings im Frühjahr bereits im Zuge der Auditierung zur kinder- und familienfreundlichen Gemeinde ein Spielplatzkonzept beschlossen, dass wir das ausarbeiten lassen. Die Firma Lena Plant hat über die Sommermonate dieses Konzept erarbeitet, hat sich gemeinsam mit den Ausschussmitgliedern die Spielplatzsituation oder Bewegungsplatzsituation in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen angeschaut. Es gibt ein fixfertiges Konzept, das wurde auch bereits im Ausschuss diskutiert. Wir werden es dann in den Gremien noch näher diskutieren und nach Vorliegen der Finanzierung, weil das ist ja alles sehr kostspielig, was das Thema Kinderspielgeräte betrifft, auch Schritt für Schritt umsetzen. Ich darf da ein bisschen um Verständnis bitten und um Geduld gegenüber der Gemeinde von Seiten der Eltern und Kinder, dass das jetzt eine Zeit lang brauchen wird. Wir sind sehr bemüht, das über die Wintermonate zu regeln, dass wir dann im Frühjahr in die zumindest Teilumsetzung gehen können. In dem Zusammenhang dieses neuen Bildungsprogramms haben wir auch, wie bereits berichtet, die ganztägige Schulform ab Herbst im Bereich des Lerngartens bzw. der Seminarräume im Rathaus eingebaut. Dort sind 2 Gruppen momentan in Betreuung. Im Zuge dieser Maßnahme wurden einige Adaptierungsmaßnahmen auch bei den dortigen Räumlichkeiten getroffen. Und was eine gute Nebenerscheinung ist, wir konnten in diesem Zusammenhang auch das Foyer des Festsaales jetzt nach jahrelangem Wunsch mit einer Akustikdecke ausstatten und mit neuer Beleuchtung. Es gibt jetzt auch eine Tür in Richtung Stiegenhaus, um die energetischen Maßnahmen etwas wirkungsvoller werden zu lassen, und zusätzlich als Optimierung wurde der Bereich oberhalb der Feuerwehr mit einem Vollwärmeschutz versehen. Es gibt dann auch die Planungen für neue Feuerwehrtore im Bereich des FF-Stützpunktes, weil die Tore schon in die Jahre gekommen sind und überhaupt nicht isoliert sind, teilweise auch beschädigt sind. Und im Zuge dieses Projektes haben wir auch die Bestellung dieser neuen Tore in Auftrag gegeben, die wir dann im Zuge der nächsten Wochen bzw. wahrscheinlich spätestens nach dem Winter einbauen werden, sobald sie halt da sind. Gut, somit mit einmal zu meinem Bericht. Ich möchte mir heute nicht zu viel ausbreiten. Die nächste Sitzung kommt in Kürze. Und wir haben heute auch Gäste bei uns. Und zwar zum Tagesordnungspunkt 6 haben wir Gäste, die uns heute die Big Box präsentieren wollen. Die Big Box ist ein interkommunales Projekt. Teilweise ist es schon in den Medien zu lesen gewesen, beziehungsweise auch schon teilweise diskutiert worden. Wir haben in der IBK-Halle seit einem Jahr circa neue Eigentümer, heimische Unternehmer, und die 7 Gemeinden des Bezirkes haben sich als interkommunales Projekt darauf verständigt, in diesen Räumlichkeiten
einen Teil, einen kleineren Teil von 200, 300 Quadratmeter anzumieten und dort ein Bildungs-, Innovation- und Gründungszentrum für den ganzen Bezirk zu etablieren. Und zu dem Thema sind heute Viktoria Geiler und der Thomas Gerstmeier zu Gast, die so von Anfang an als Unternehmer in Kötschach-Mauthen, als Jungunternehmer in Kötschach-Mauthen, wiedergekommene Jungunternehmer in Kötschach-Mauthen, wirklich sehr motiviert sind und von Landesregierung über Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, Gemeinden und, wirklich überall Nägel eingeschlagen haben, damit dieses Projekt gelingt. Und ich darf euch herzlich begrüßen. Danke sagen, dass ihr euch die Zeit nehmt. Im Gemeindevorstand haben wir es ja schon einmal präsentiert bekommen und auch diskutiert. Und heute ist eben der Tag der Öffentlichkeit und darf euch um eure Präsentation ersuchen und vielleicht um ein, zwei Mikros, damit man auch euch hört. Ja, es freut uns, dass wir heute die Big Box präsentieren dürfen. Ein herzliches Willkommen auch von unserer Seite. Die Big Box, ein Bildungs-, Innovations- und Gründungszentrum, das in der IPK-Halle entstehen wird oder im Entstehen ist. Ja, ganz kurz zu uns. Das ist die Viktoria Geiler, die kennen die meisten wahrscheinlich. Ich bin der Thomas Kirchmeier, der Freund von der Viktoria. Und gemeinsam sind wir die nächste Generation bei Maschine Geiler GmbH. Und wir haben uns da gedacht, es ist da so eine wunderschöne Region, aber sowas wie so eine Big Box, die fehlt einfach noch. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam natürlich mit ganz starken Vereinen, wie so viel mehr, Kötschach-Mauthen, danke nochmal an der Stelle für die Unterstützung, die IKZ Kranische Region und einfach Gemeinden aus dem Bezirk, die IPK GmbH, verschiedene Bildungseinrichtungen wie das BFI und lokale Unternehmen und Vereine, die uns da dabei einfach unterstützen, dass wir das da realisieren können. Ja, die Ausgangssituation vom Projekt war eigentlich so, ihr kennt sie alle, die Modine ist jetzt 4 Jahre lang gestanden, hat ein Investor Kohlmann gekauft. Wir haben uns letztes Jahr entschlossen, mit 5 anderen Unternehmen, mit Kitchen-Unternehmen, die Halle zu kaufen und haben die IPK gegründet, die IPK GmbH, Industriepark Kitchen. Unser Ziel ist die Vernetzung, Innovation, Talenteförderung in unserer Region, in der ganzen Region, in der Karnischen Region. Und da haben wir einfach einen Ort gefunden, wo wir das umsetzen können. Genau, das Ganze passiert natürlich in mehreren Sanierungsstufen. Was ist bereits erfolgt? Also die Dachsanierung ist durchgeführt worden. Da ist eine Photovoltaikanlage mit 16.000 Quadratmeter installiert worden. Die Entwässerung musste natürlich angepasst werden, sowie auch die Statik vom Dach. Und es sind automatische Tore installiert worden und einzelne Brandschutzabschnitte sind errichtet worden. Das heißt, wir haben da Mauern gezogen, wo wir das Ganze dann abgegrenzt haben. Was ist noch geplant? Also natürlich die Fassade muss erneuert werden, die Asphaltierung rund um die Big Box, dass das Ganze wieder richtig auf Gesicht kriegt, sowie eben natürlich die Errichtung der Big Box selber. Ja, und wofür steht eigentlich die Big Box? Also was möchten wir da eigentlich erreichen? Also wichtig ist für uns Bildung und Vernetzung, Innovation ganz stark, sowie auch die Gründung, dass man das aber forciert und fördert. Genau, also wir wollen auch Kurse in der Region anbieten, dass ich zum Beispiel nicht nach Klagenfurt fahren muss für Kurse, was eigentlich jeder bei uns braucht. Wir wollen die Innovation ein bisschen vorantreiben, Unternehmen unterstützen, dass man einfach ein bisschen weiterdenkt, schon ein bisschen vordenkt, was kommt mir in Zukunft, wie kann ich mich darauf vorbereiten und auch Unternehmensgründungen zu forcieren und halt einfach die Leute zu motivieren, einfach was anzupacken. Wir haben 3 Spaces quasi in der Big Box geplant, das sind die Räumlichkeiten. Da gibt es einmal eine Innovationswerkstatt, das ist ein Raum, wo man Workshops abhalten kann, wo man Vorträge machen kann, auch große Veranstaltungen machen. Dann haben wir ein Smart Lab, wo wir einen 3D-Drucker drin haben, eine CAD-Station, einen Lasercutter, einfach Gerätschaften, wo ich basteln kann, Prototypen machen und einfach Ideen in die Wirklichkeit umsetzen. Und dann haben wir eben nur so einen Coworking-Space, einen kleinen, wo sich Gründer einmieten können, damit sie einen Arbeitsplatz haben, wo sich aber auch Urlauber einmieten können und sagen können, heute gehen wir einen halben Tag arbeiten im Urlaub und habe da eine Gemeinschaft, wo ich mich vielleicht ein bisschen vernetzen kann. Genau. Wir haben uns das Ganze schon visualisieren lassen. Da sieht man jetzt die Ostansicht. Der Vorbau ist quasi ein Teil von der Big Box. Der linke Teil ist jetzt ein Büroflächen von Maschinen Geiler, ungefähr mittig abgetrennt. Und auf der rechten Seite sieht man dann
Genau, bei der Ansicht geht es nochmal besser. Auf der rechten Seite sieht man dann eben die AT Big Box. Da drunter hätte man dann einfach einmal Kaffee umgedacht, dass man einfach einen Platz hat zum Zusammenkommen, zum Austauschen. Und das Schöne bei dem ganzen Projekt ist, das hat auch Dachterrasse. Das ist sozusagen ein Green Space, wo man halt auch aufs Dach raufgehen kann und einfach die schöne Aussicht genießen kann. Man sieht da wirklich über die Halle drüber, 360 Abblick und kann einfach die Natur genießen und trotzdem seine Ideen freien Lauf lassen. Okay. Ja, wer sind die Zielgruppen von uns? Also wir haben wirklich versucht, wirklich alle mit ins Boot zu nehmen. Das geht dann los von Schülerinnen in der Berufsorientierung, aber auch von Lehrlingen, dass zum Beispiel die Lehrlingsakademie ein Zuhause kriegt, dass die wirklich einen Ort haben, wo sie zusammenkommen können, Schulungen und so weiter veranstalten. Wir möchten aber Kurse anbieten für Erwachsene in der Aus- oder Weiterbildung oder einfach Fortbildung. Für Unternehmen sollte ein Ort sein, wo man Schulungen abhalten kann. Wie die Viktoria schon gesagt hat, für GründerInnen, dass sie wirklich einen Ort haben, wo sie einfach starten können. Und natürlich auch für digitale Nomads, das heißt dann nicht Touristen oder einfach die, was von überall dann natürlich arbeiten können. Ja, wie der Sepp schon gesagt hat, ist das ein interkommunales Projekt. Also es ist nicht nur Kötschach, sondern es sind alle Gemeinden, stehen wirklich dahinter und das merkt man auch. Wir haben echt eine Unterstützung von allen Gemeinden gekriegt. Also das war schön und muss man wertschätzen, weil auch die Hermagorer dahinter gestanden sind zum Beispiel. Eben die Gemeinden, die mieten sich ein in diese 200 Quadratmeter die mit der IKZ. Das Betreibermodell funktioniert so, also der Verein so viel mehr betreibt das Ganze, managt das Ganze und wir haben auch seit Anfang November eine Managerin angestellt. Das ist ein Projekt vom KWF, das heißt Kooperationstalent. Da ist die Nicole Mitsche aus Hermagor. Die war davor in England, ist vor 3 Jahren hintergekommen, war auf einer Fachhochschule tätig und ist echt eine wertvolle Person, was das ganze Projekt dann nochmal auf einer strategischen Ebene vorantreibt und eine Struktur reinkriegt. Die Wirtschaftspartner sind der Verein Zukunft Handwerk Industrie Gailtal, also die Handwerksbetriebe im Gailtal. Und wir schauen einfach, dass wir alle Unternehmer mit ins Boot kriegen und schauen, wo wir halt einfach unterstützen können. Mit den Bildungseinrichtungen sind wir auch eng in Kontakt. Also mit der FH Kärnten haben wir eigentlich das Projekt, das Konzept mehr oder weniger ausgearbeitet. Die haben uns da gut unterstützt und die unterstützen uns jetzt auch weiter. Es gibt schon Gespräche mit dem BFI, dass sie da Kurse dann auch abhalten werden, also dass sie quasi einen Standort da haben. Es gibt auch schon ein Kursprogramm von BFI und wir versuchen auch mit den Schulen nachher zusammenzuarbeiten. Die Lehrlingsakademie Karnische Region, die wird da das Zuhause da finden. Das ist ein Projekt von Verein SIG, wo man einfach die Lehrlinge außerhalb von der Lehrzeit nochmal in eine Akademie schickt, wo sie Persönlichkeitsbildung lernen und einfach nochmal zusätzliche soziale Kompetenzen erlernen. Ja, Kickoff, da steht Frühjahr 2024, ist natürlich sportlich. Wir versuchen es umzusetzen, aktuell sind wir gerade in der Statik, die Berechnungen durchzuführen und werden dann natürlich möglichst schnell starten. Es könnt sich aber gern schon aktuell vernetzen, also da sieht man die ganzen Links zu Social Media, wo man natürlich dann immer die Neuigkeiten zuerst erfährt. Und wir hoffen dann natürlich, dass wir das dann alles bald umsetzen. Ja. Genau, wenn ihr Fragen habt zum Projekt oder mitarbeiten wollt beim Projekt, seid herzlich eingeladen. Also wir können jeder helfende Hand oder Ideen brauchen. Wir seien gern für euch verfügbar morgen bei Baroni und Punsch bei Maschine Geiler. Also kommst vorbei, jetzt könnt ihr dann auch die Halle einmal anschauen, was sich da getan hat. Also wir haben in den letzten Jahren echt, die ganze Truppe hat echt was weitergebracht und es ist echt cool geworden. Also kommst gern vorbei, euch das anschauen und wir können den Carlo nochmal die Räumlichkeiten sagen, wenn es interessiert, wo das entsteht. Genau, wenn noch Fragen sind, gerne. Danke einmal. Ich korrigiere mich natürlich von Kirstmeier auf Kirchmeier, Entschuldigung, in der Hitze des Gefechts, ein kleiner Versprecher. Ja, also die Viktoria und der
Ihr Partner, die sind ja von Anfang an voll dabei und geht jetzt seit circa 1,5 Jahren die Vorbereitung für dieses Projekt. Wir sind jetzt wirklich so weit, dass wir in den Start gehen können. Es ist natürlich einiges an Finanzierung notwendig, um so ein Projekt aus der Wiege zu heben. Die personellen Kosten, das ist jetzt glaube ich nicht so klar ausgekommen, wer was zahlt, die personellen Kosten werden zu 85% vom KWF gefördert. Die Einrichtung wird komplett durch den KWF, also Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, im Ausmaß von 200.000 Euro eingerichtet. Und jetzt geht es praktisch darum, über eine Miete bzw. einen Mietvorschuss die Investitionskosten in das Objekt noch über die IKZ GmbH zu finanzieren. Da gibt es eine Zusage vom Geschäftsführer, vom Bürgermeister Astner, einen Teil dieser Mietkosten über die IKZ GmbH abzudecken. Nur diese Mittel haben halt nicht gereicht, um die Investition abzubilden. Deshalb hat es einen Termin beim Landesrat Fellner gegeben, der allen Gemeinden, also nicht nur Kötschach, sondern als IKZ-Projekt eine Summe von 250.000 Euro zur Verfügung gestellt hat, auf 3 Jahre aufgeteilt, die wir jetzt vom Land Kärnten bekommen. Das ist ja das Thema des heutigen Beschlusses. Also es wird ausgezahlt an die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen. Wir beschließen heute eine Fördervereinbarung mit der IKZ GmbH, also nicht mit der IPK, sondern mit den 7 Gemeinden des Bezirks, dass wir dieses Geld an sie weitergeben und von dort aus wird es dann zweckgewidmet für dieses Projekt an die IPK mit einem eigenen Vertragswerk weitergegeben in Form einer Miete. Also um das geht es. Wir sind da in dem Fall nur Abwicklungsgemeinde, sonst hätte der Landesrat an 7 Gemeinden auszahlen müssen und 7-mal verschiedene Förderverträge abschließen müssen. Deshalb haben wir der Einfachheit halber und der Zweckmäßigkeit halber gesagt, machen wir es, weil Standortgemeinde Kötschach-Mauthen ist über Kötschach-Mauthen. Das heißt, wir bekommen Geld, geben es weiter und damit ist die Geschichte für uns erledigt. Die Frau Mitsche, das war ein Glücksgriff, muss man wirklich sagen. Es ist eine Frau Doktor und Magister. Normalerweise sind solche Kooperationstalente Berufseinsteiger, die gerade vom Studium fertig sind. Aber nachdem sie sehr lange im Ausland war, passt sie in die Förderkriterien des KWF trotzdem hinein. Sie hat Anfang November begonnen, ist schon voll drin, hat da davor schon mitgedacht und mitgearbeitet. Und dieses Kooperationstalent hat zum einen die Aufgabe, das Konzept zu entwickeln, wie das eben mit Leben gefüllt werden soll, diese Big Box. Zum anderen das Management natürlich, also die Betreuung dieser Big Box, aber auch nebenbei gibt es Kurse, Seminare, Fortbildungsmodule, die sie besucht, über KWF, über Fachhochschule und so weiter und auch die Mitglieder des Vereins und der Vorstand des Vereins und alle, die sich sonst noch einbringen wollen, können diese Module auch entweder direkt oder indirekt über die Frau Magister Mitsche anschauen oder sich dafür auch interessieren. Also ich glaube, das ist ein sehr innovatives Projekt für eine Region wie das Gailtal. Es ist so etwas Ähnliches, wie es auch in St. Stephan im Lavantal gibt. Da gibt es auch schon so einen Bildungshub, Bildungscampus, wo eben das Thema Erwachsenenbildung, Gründung, Vernetzung von Unternehmertum bereits im Größeren natürlich stattfindet. Und ja, ich bin schon wirklich sehr gespannt auf die realistische Umsetzung noch und bis wann wir wirklich starten können. Momentan ist die Frau Magister Mitsche in den Räumlichkeiten des Rathauses einquartiert. Bis eben, weil momentan ist glaube ich noch kalt in der Halle. Ja. Da braucht's ja. Und eng. Also wir haben jetzt alles aus Minimalstellen. Ja. Aber es ist dann eben geplant, dass sie ihre Büroräumlichkeiten dann auch dort hat, sobald die Anlage fertig ist und dass wir dann sehr viele Veranstaltungen auch dort machen können. Das wird dann in den ersten Jahren auch großteils kostenlos passieren können für Leute, die das nutzen wollen, weil der KWF sagt, es muss jedermann zugänglich sein, weil es ja ein mehr oder weniger hundertprozentig gefördertes Projekt ist. Und wir machen auch jetzt schon Veranstaltungen, auch wenn wir die Räumlichkeiten noch nicht haben. Zum Beispiel am Montag gibt es Veranstaltungen zum Thema Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden. Also für alle Unternehmer oder Interessenten, gern vorbeischauen um 18 Uhr bei der Donausäge. Also wir starten jetzt schon und schauen, dass wir da einfach vorankommen und dann, wenn wir das eröffnen, dass das wirklich schon bereichern. Bitte keine Mitarbeiter von gemeindenahen und gemeindeeigenen Betrieben abzuwerben. Ja, gibt es jetzt Fragen? Gibt es jetzt Fragen an das Team der Big Box oder Wortmeldungen zu dem Thema mal? Bitte. Keiner meldet.
Liebe Viktoria, lieber Thomas, danke einmal für die Präsentation. Auch von meiner Seite danke auch für den vorbildlichen Terminbereich, wo wir es kurz anschauen. Insgesamt habe ich es jetzt das dritte Mal ja schon präsentiert gekriegt. Gratuliere ich, dass ich das Mal die Dachterrasse nicht vergessen habe in der Präsentation. Ich glaube, grundsätzlich ist euch für das Projekt zu gratulieren und Danke zu sagen und vorwiegend in der Hinsicht, dass der Lehrberuf, das glaube ich ist jetzt auch zum mehrmalen gesagt worden, in den Vordergrund gestellt wird, weil der Lehrling, der Arbeiter an sich aus dem Lehrberuf kommt und der mehr Gewicht in Zukunft auch braucht. Das habe ich eh gesagt, der Unternehmer, ob es jetzt einen Termin oder eine Veranstaltung am Montag, einfach Lehrlinge zu finden, weil das wirklich die Schwierigkeit in unserer Region ist und das dafür gratuliere ich und sage euch auch von meiner Seite danke. Und auch natürlich den Seniorchef, der das letzte Mal auch super eingeführt hat und wünsche euch alles Gute und natürlich auch unsere volle Unterstützung, glaube ich, in jeder Hinsicht. Danke. Okay. Zweite Wortmeldung. Auch von unserer Seite, liebe Viktoria, lieber Thomas, danke für die Präsentation. Ist zwar seid ihr ja wirklich, ich glaube, Zukunft für Kirchach-Mauten. Ich habe es schon mehrmals gezeigt, dass das einfach wirklich was anpacken könnt und umsetzen könnt. Und mit diesem Projekt, glaube ich, geht das wirklich auch zukunftstechnisch in die richtige Richtung. Wir selber sind ja sehr bemüht, dann auch mit mehreren Projekten, was Lehrlinge betrifft, was Jugend betrifft, anzupacken. Und ich denke, wir können da sicher vielleicht in der einen oder anderen Weise zusammenarbeiten. Und wir wünschen euch natürlich viel Erfolg und viel Glück und auf gute Zusammenarbeit. Danke. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte. Ja, natürlich, danke von meiner Seite. Ich verfolge das Projekt hier schon von den Kinderschuhen mit an. Ihr habt da wirklich sehr viel Energie eingesetzt. Und ich glaube, ein Thema, weil wir Kinder- und familienfreundliche Gemeinde werden wollen und auch einer unserer 7 Maßnahmen war es ja, Lehrlingsinitiativen zu fördern und ich glaube, ihr greift das genau richtig auf und ich glaube, ich kann im Namen des Ausschusses schon sagen, dass wir sicher auch Kontakt mit euch suchen werden, um da Synergien zu nutzen und das voranzutreiben. Danke noch einmal und viel Kraft für die Umsetzungsphase jetzt. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Herr Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, liebe Stefanie Geiler, Herr Thomas Griechmeier, es freut mich auch, dass ein junges Team etwas in die Hand nimmt und dass von der Mondinehalle auch etwas entsteht. Aber trotzdem, ich bin einer von den Ältesten da im Gemeinderat, wir haben schon so viele Projekte gehabt. Und wenn ich daher das Kütschaf, so viel mehr, dann bin ich schon ein bisschen skeptisch. Jetzt eine Frage über die Finanzierung. Sind die 250.000 nur von Kötsch für Kötscher oder Molschim? Gut, nochmal, die 250.000 Euro gehen an die IKZ GmbH, also an den eigentlich an die Geschäftsführung dort, den Bürgermeister Asner, für alle 7 Gemeinden. Das Geld wird zweckgebunden für die Einmietung in dieser IPK-Halle für die nächsten Jahre, damit eben da die Investitionskosten, weil da geht es um, weiß nicht, 400.000 Euro, die investiert werden müssen, plus minus, also es wird noch getrennt zwischen das, was ihr, also was Maschinengeiler für die eigenen Räumlichkeiten braucht und das, was eben der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Diesen Teil könnten wir entweder selber bauen über irgendeine öffentliche Einrichtung mit einem Baurecht in eine Anlage, die nicht uns gehört, oder wir zahlen die Investitionskosten quasi über eine Miete über mehrere Jahre mit, damit es die Investoren nicht auf dem alleinigen Risiko sitzen bleiben. Und wir als Gemeinde Kötschach-Mauten, wie gesagt, haben dadurch durch diese Investition keine Kosten, weil wir das Geld einfach nur weitergeben. Das ist nicht mal 7, sondern einmalig 250 für alles. Ja, vielleicht darf ich eine Fortfahren, meine Räumlichkeiten, Veranstaltungen und dergleichen. Meine, da sehe ich schon ein bisschen Konkurrenz von euch. Bei mir mal großes Rothaus, meine, das muss ja ausgenutzt werden. Wo bin ich nicht so begeistert, dass das etwas abgezogen wird, aber viele Veranstaltungen unten sind und unsere Räume leer stehen. Aber trotz all dem, ich stehe positiv dafür. Ich wünsche euch viel Erfolg, aber ein bisschen
fehlt mir schon der Glaube, dass das Projekt wieder jetzt schon das Allheilmittel für Kirchach ist. Das Allheilmittel ist es sicher nicht, aber es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Und wir werden sicher nichts abzielen. Wir werden sicher noch zusammenarbeiten. Und wir werden versuchen, mehr herzuholen. Genau. Also, das war auch eine wesentliche Überlegung, dass man gesagt hat, diese Halle, die jetzt wieder in einem Privateigentum ist, die jetzt wieder aktiviert wird, sollte nicht in sich geschlossen bleiben. Das heißt, nicht nur heimische Unternehmer, die da vielleicht Lagerflächen oder Einmietungen von anderen Firmen haben und dann haben wir dort einen riesen Kostenstellen, wo keiner weiß, was dort passiert, sondern mit diesem Türöffner Big Box wird das öffentlich. Man kann es auch, je nachdem, wie die Eigentümer sich das dann in der weiteren Vermarktung ihrer Flächen vorstellen, mit überbetrieblichen Lehrwerkstätten Möglichkeiten schaffen, mit zwischenbetrieblichen Lehrlingsausbildungen Möglichkeiten schaffen, mit Führungen durch die Betriebe. Dort habe ich einfach einen Platz, wo jeder hin darf, barrierefrei. Sie kann, also allein das Thema Energieattack, Kirchach-Mauthen, wo wir immer wieder Fachführungen machen, also eine PV-Anlage auf einem Industriedach ist ja auch etwas Schönes, was man herzeigen kann durchaus. Ich glaube, die Fassade ist inzwischen auch schon teilweise bestückt oder schon komplett, weiß ich nicht. Also da kann man schon als Mustergemeinde der erneuerbaren Energien auch ein bisschen was herzeigen, was dort auf Privatinitiative passiert ist. Und die Lehrlingsakademie ist eine Initiative auch des Kärntnischen Gemeindeverbandes, also nicht der ZIG. Die ZIG ist die umsetzende Institution, die das praktisch betreibt, aber das Geld kommt auch wieder von den Gemeinden und vom Land Kärnten, um diese Akademie zu betreiben. Und da geht es darum, die Lehre eben vor allem im Bezirk Hermagor zu attraktivieren, dass der Lehrberuf attraktiver wird, dass die heimischen Firmen leichter die Jugend gewinnt für Facharbeiterausbildungen. Und zusätzlich sind wir eben mit dem BFI und mit anderen Bildungsträgern in Verhandlungen, dass die uns von außen auch Module liefern, dass wir praktisch nicht alles selber erfinden müssen, sondern dass wir uns an bestehende Strukturen anhängen können, sei es für Wiedereinsteigerinnen nach Babypause und, die jetzt momentan für Aufschulungen Klagenfurt fahren müssen, Villach fahren müssen, also wirklich weite Strecken abends oft auf sich nehmen müssen. Und wir können jetzt gewisse Sachen wirklich vor Ort anbieten, wo nur einer fahren muss, nämlich der Trainer, und alle anderen können es vor Ort in Anspruch nehmen, auch digital voll ausgestattet mit 20 Bildschirmarbeitsplätzen. Das heißt, man kann dort da irgendwelche Fernkurse mit der FH gemeinsam machen. Das passiert auch im Lavantal, dass gewisse Kurse, die in der FH stattfinden, über externe Studenten besucht werden, dass sie es nicht daheim anschauen müssen, sondern sich das dort in einer Gruppe quasi diese Vorlesungen anschauen können und auch darüber diskutieren können. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr innovativer Ansatz und ich bin wirklich schon gespannt. Natürlich, die Arbeit von Kirchach dann. Mit diesem Beschluss geht es eigentlich erst los und es wird an den handelnden Personen hängen, dass das ein schönes Kind wird. Mit Luke. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich nochmal recht herzlich bedanken für die Präsentation, natürlich für die ganze Vorarbeit und alles, was noch kommt. Heute werde ich noch kurz den Sitzungsvortrag vorlesen, um was es geht, und dann zur Beschlussfassung gehen. Ihr dürft natürlich gerne da bleiben und euch die restliche Sitzung auch noch anschauen. Wir müssen wieder mal ohne. Okay, auf jeden Fall Dankeschön und gutes Gelingen. Danke. Danke. Und wir uns freuen, wenn morgen wer vorbeischaut. Uhrzeit? Den ganzen Tag eigentlich, ob so zwei, drei, wie es mir hier wünscht. Also ganztägig bei der IBK-Halle, morgen wird von einer nicht näher genannten heimischen Firma Maroni und Punsch angeboten. So, also nochmal zur Zusammenfassung. Bitte um Ruhe. Die IKZ Kärntnische Region GmbH, Hauptstraße 44, 4620 Hermagor, vertreten durch Geschäftsführer, Bürgermeister, Diplom-Ingenieur Leopold Astner, wird in der Halle der IBK. Ruhe bitte. Keine Bewerbungsgespräche. Mitarbeiter finden, Bitte. Jetzt sind wir noch in der Sitzung. Danke, ciao. Also, wird in der Halle der IBK, ehemalige Modine, Kirchach 450, die ehemaligen Büroräumlichkeiten im Ausfass von rund 300 Quadratmeter anmieten. In diesen Räumlichkeiten wird die Big Box eingerichtet. Big steht für Bildung, Innovation, Gründung. In der Big Box wird
durch den KWF ein Bildungsinnovations- und Gründungszentrum für die gesamte Region eingerichtet. Zur Finanzierung der Umbaumaßnahmen wurden seitens des Gemeindereferenten Landesrat Ingenieur Daniel Fellner Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens in Höhe von 250.000 Euro mit Schreiben vom 4.4.23 gewährt, die an die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen ausbezahlt werden und an die IKZ GmbH Karnische Region weitergeleitet werden. Zu dem Zweck ist eine Fördervereinbarung zwischen der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen und der IKZ Karnische Region GmbH abzuschließen. Die Marktgemeinde gibt die Mittel nach Einlangen an die IKZ Karnische Region weiter und diese verpflichtet sich, die Fördermittel zweckgewidmet für die vereinbarte Herstellung der Big Box zu verwenden. Die IKZ Karnische Region GmbH wird ihrerseits durch entsprechende Vereinbarungen mit den Eigentümern der IPK sicherstellen, dass die Fördermittel ordnungsgemäß verwendet werden. Es ist dazu eine Fördervereinbarung, ein Fördervertrag ausgearbeitet worden. Darin wird eben die Mittelweitergabe auf die Jahre 23, 24, 25 aufgeteilt zu drei Raten, einmal 100, einmal 100, einmal 50.000 Euro. Die Förderkriterien sind festgelegt. Gibt es zu der Fördervereinbarung irgendwelche Fragen, Ergänzungen, Anregungen? Das sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde vom 5. Oktober stellt der Gemeindevorstand den Antrag. Der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Fördervertrag abzuschließen zwischen der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen und der IKZ Karnische Region genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Damit kommen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 7. Und zwar 7a Nachtragsvoranschlag 23 Feststellung und b BZ-Mittelfestlegung. Ich darf dazu den Herrn Finanzverwalter um Berichterstattung bitten. Danke, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Vorliegend ist der Entwurf des ersten Nachtragsvoranschlages 2023, den ich kurz erläutern möchte. Die wesentlichen Positionen in der Gruppe 0 sind der Ankauf der Tablets für die Gemeinderäte, dann die Nachbudgetierung der Büroausstattung in der Verwaltung, die Anschaffung eines neuen Zeiterfassungssystems, dann wurden die Beiträge für die Jubiläumsversicherung angepasst, beim Personal wurden die Ausgaben für die Karenzvertretung im Bereich Steuern und Abgaben budgetiert, sowie Personalkosten für die Projekte Beravi und Bass. Bei den Einnahmen gibt es Mehreinnahmen durch die Kostenersätze nach der Landtagswahl 2023 und Mehreinnahmen gibt es bei den Covid-Verdienstentgängen aus den Vorjahren. Bei den Ausgaben wurden die Kosten für die Ehrenringverleihung und Ehrenbürgerschaftsverleihung budgetiert. Dann sind Einnahmen und Ausgaben budgetiert für die Weitergabe der BZ-Mittel an die Immobilien-KG für die Falttore bei der Feuerwehr Kötschach-Mauthen und vom AMS Sonderbeschäftigungsprogramm aus dem Jahr 2022 sind noch rund 16.300 Euro eingelangt. In der Gruppe 1 öffentliche Ordnung und Sicherheit gibt es noch Budgetierungen im Bereich der Feuerwehren. FFLAS ist die Tragkraftspritze repariert worden, bei der FF Weidenburg hat es Mehrausgaben bei der Instandhaltung des Fahrzeuges gegeben. Beim Brandschutz wurden drei Hydranten angekauft und bei der Feuerwehr Kötschach-Mauthen wurde der Ankauf vom TLF 5000 mit Gesamtkosten von 372.200 Euro budgetiert. In der Gruppe 2, Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft, sind 40.000 Euro für den Schulgemeindeverband für die Verwaltungsfachkräfte budgetiert. Das ist eine Weitergabe, wo eben heute auch die Fördervereinbarung beschlossen werden soll. Bei der Volksschule Kötschach-Mauthen wurden 1.000 Euro für Betriebsausstattung budgetiert. 10.000 Euro an Einnahmen und Ausgaben betrifft Projekte der Volksschule wie gesunde Lebenswelt Schule oder Schulgelder für diverse Projekte. 4.500 Euro wurde für die pflegerisch helfende Tätigkeit nachbudgetiert. Im Bereich der Kindergarten wurde die Subvention aufgrund der neuen Gruppe in der Volksschule um 10.000 Euro erhöht. Bei der Nachmittagsbetreuung gibt es eine Nachbudgetierung von 5.500 Euro aufgrund der neuen Vereinbarung
und die Bundesförderung wurde um 5.500 Euro gekürzt. Im Jugendzentrum wurde die aktuelle Vereinbarung mit 6.800 Euro und dem Kindernest Kärnten veranschlagt. In der Nachmittagsbetreuung wurde die Möblierung mit 20.500 Euro veranschlagt. Im Bereich Kindergarten ist die Ausstattung für die neue Gruppe mit rund 48.500 Euro veranschlagt. Dann gibt es weiters im Kindergarten eine Erweiterung der Grundausstattung mit 4.000 Euro, wobei hier 3.000 Euro über eine Spende der KLA Foundation finanziert werden konnte. In der Gruppe 2 bei den Wintersporteinrichtungen haben wir 5.000 Euro IKZ-Beitrag für den Geräteunterstand erhalten, den wir bereits 2022 an die Gemeinde Dellach gezahlt haben. Bei der Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtung gibt es eine Nachverrechnung von 3.700 Euro. Bei den Sportvereinen wurden Beschlüsse des Gemeindevorstandes mit 4.100 Euro nachbudgetiert. Mehrausgaben gibt es im Bereich der Mountainbike-Wege von insgesamt 10.000 Euro. Das betrifft die Leistungen des Mountainbike-Koordinators und das Projekt World of Mountain, Projekt Promos, und die entsprechenden Fördermittel wurden auf der Einnahmeseite veranschlagt. Das Projekt Bergerlebnispark Geilberg, da haben wir die Fördermittel der EU in Höhe von 58.100 Euro erhalten, diese wurden ebenfalls veranschlagt. Dann kommen wir zur Gruppe 3, Kunst, Kultur, Kultus. Das Projekt Theaterwagen vor Zier wurde nachveranschlagt, das über die Gemeinde abgewickelt und abgerechnet wird. Das Projekt Kärntner Volkskultur ist ebenfalls eine Weitergabe von Fördermitteln für das Käsefest. Und für die Pfarrkirche St. Jakob wurde ein Betrag von 7.000 Euro BZ-Mittel veranschlagt, die ebenfalls mit einer Fördervereinbarung weitergegeben werden. Dann kommen wir zur Gruppe 4, soziale Wohlfahrt. Hier gibt es im Bereich der Sozialhilfeumlage eine Nachverrechnung von 61.000 Euro und eine Gutschrift von 58.500 Euro. Die Beiträge für das Kärntner Zuschlagsabgabengesetz wurden budgetiert mit 4.900 Euro und für familienpolitische Maßnahmen wurde ein Betrag von 4.700 Euro veranschlagt. In der Gruppe 6 wurden 9.000 Euro für das Honorar Forstgartenbach veranschlagt. 3.600 Euro wurden zusätzlich veranschlagt für die Sanierung des Starkwasserkanals in Kötschach. 21.000 Euro wurden veranschlagt für das Projekt Brückensanierung 2023. Beim Projekt Gemeindestraßensanierungen 2022 und 2023 wurden die Fördermittel der BZ-Mittel 2023 und die Mittel aus der KIK, also dem Kommunalen Investitionsgesetz, veranschlagt. Beim Vorhaben Sanierung Dollingweg wurde die Aufstockung der Mehrkosten mit einem Betrag von 30.800 Euro budgetiert. Die Mittel der Abteilung 10 wurden um 69.100 Euro reduziert, weil wir dort bereits im Jahr 2022 eine Teilauszahlung erhalten haben. Und das Regionalvordarlehen wurde mit einem Betrag von 2.500 Euro erhöht. Aber dazu gibt es ebenfalls noch einen Beschluss des Finanzierungsplanes. Beim Projekt Kötscherhabach wurden 30.100 Euro für die Teilhonorarnoten für das wasserrechtliche Einreichprojekt budgetiert. Und beim Projekt Runse-Weidenburg, ein WLV-Projekt, wurden 14.300 Euro Bedarfszuweisungsmittel aus dem Jahr 2023 budgetiert. Das Projekt wurde im Vorjahr schon abgeschlossen. Die Finanzierung, die Restfinanzierung ist im Heuer erfolgt. Dann in der Gruppe 7, im Bereich des ländlichen Wegenetz, wurden Mehrausgaben von 47.000 Euro budgetiert. Einnahmen gibt es hier in Höhe von 10.500 Euro. Da ist auch das Projekt von der Brücke Güterweg Mandorf enthalten. Dann sind Einnahmen und Ausgaben von 37.900 Euro für das Projekt Generalsanierung Güterweg Sitmus enthalten. Das Projekt Katastrophenschäden 2022, bei dem die Bergelebachbrücke in Mandorf saniert wird, ist mit einem Betrag von 85.200 Euro budgetiert.
das Projekt IKZ Gewerbeentwicklung 2000. Gewerbeentwicklung wurde mit einem Betrag von 20.000 Euro budgetiert. 13.500 Euro wurde die Subvention für das Käsefest budgetiert, wobei hier 10.000 Euro aus Mitteln des Landesrat Fellner außerhalb vom Rahmen gewährt wurden. Und im Bereich der Wirtschaftsförderung ist eine Transferzahlung an die Bergbahnen Kötschach-Mauthen für Sportinfrastruktur für die Jahre 23 und 24 mit 50.000 Euro in Summe nachbudgetiert worden. 1.500 Euro betrifft die Subvention der Gernmesse 2023 und für die bereits präsentierte Big Box Innovationszentrum Kötschach-Mauthen wurden die Beträge von 100.000 Euro als Weitergabe budgetiert. In der Gruppe 8 bei der Straßenreinigung wurden 8.000 Euro für die zusätzliche Einlagerung von Streusalz und Split budgetiert. Bei den Parkanlagen wurden Ausgaben von 4.800 für die Erstellung des Baumkatasters und die ersten Maßnahmen der Baumpflege budgetiert. Bei der Straßenbeleuchtung wurden im Bereich Mahlbach der Austausch der Leuchtköpfe vorgenommen. Hier wurde ein Betrag von 10.200 Euro budgetiert. Im Bereich Friedhof gibt es Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren von 3.300 Euro. Im Wirtschaftshof wurden Personalkosten und Erlöse aus Abfertigungsversicherungen budgetiert und die Instandhaltung des Hansa-Geräteträgers wurde um 10.000 Euro erhöht. Bei der Aquarena konnten zusätzliche 100.000 Euro als Zuschuss für infrastrukturelle Maßnahmen als Bedarfszuweisungsmittel außerhalb vom Rahmen budgetiert werden und in der Gruppe 8 wurde ebenfalls der Verkaufserlös aus den Grundstücksverkaufen oder aus dem Grundstücksverkauf aus dem Vorjahr abgewickelt. Da wurde der oder ist budgetiert der Rücklage eine Mittel von 161.000 Euro zuzuführen. In der Wasserversorgung wurde eine Pumpe für das Pumpwerk Zara budgetiert mit 4.400 Euro und Mehreinnahmen gibt es bei den verrechneten Materialleistungen von 4.500 Euro. In der Wasserversorgung wurde das E-Fahrzeug Renault Kangoo angekauft mit einem Betrag von 4.200 Euro und das Vorhaben Sanierung Quellableitung Mautner Klamm 2023 wurde mit Gesamtausgaben von 91.800 Euro budgetiert, wobei hier 50% vom Katastrophenfonds nächstes Jahr eingereicht werden. Im Bereich der Wirtschaftsförderung ist die Abwicklung der Gewerbemesse Gern mit Einnahmen- und Ausgabengleichheit budgetiert worden und in der Gruppe 9 sind Mehreinnahmen bei der Grundsteuer von 13.400 Euro budgetiert. Bei den Ertragsanteilen ist ein Rückgang zu verzeichnen. Hier wurden die Erlöse in Summe um 150.000 Euro gekürzt. Das ist auch schon ein Vorzeichen auf die Budgetzahlen 2024. Das entspricht einer Kürzung von 4,27% und ist eine wesentliche Einnahmenkürzung, die hier in den Nachtragsvoranschlag sich bemerkbar macht. Gleichzeitig sind auch die Finanzzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz nicht in der Höhe ausgezahlt worden, wie die im Zuge der Voranschlagserstellung budgetiert bzw. mitgeteilt wurden. Diese Mittel müssen um einen Betrag von 49.000 Euro gekürzt werden. Das waren einmal die Detailpositionen. Wichtig sind auch die Gesamtsummen, wo sich der Voranschlag hinentwickelt. Und hier haben wir im Ergebnishaushalt eine Steigerung der Einnahmen um 1.272.800, jedoch eine Steigerung der Ausgaben um 1.426.400. Das bedeutet eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt um 153.600. Das Ergebnis im Ergebnishaushalt vor Rücklagen verschlechtert sich somit von minus 683.900 auf minus 837.500. Dann wurden Rücklagenzuführungen und Rücklagenentnahmen budgetiert. Rücklagenentnahmen betrifft das
Projekt der Mautner Klamm, Quellableitungssanierung mit 45.900, die aus der Rücklage der Wasserversorgung bedeckt werden. Und die Rücklagenzuführung von 162.900 Euro betrifft die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen. Wenn man diesen Saldo nach den Haushaltsrücklagen noch berücksichtigt, erhöht sich das negative Ergebnis im Ergebnishaushalt auf 954.500 Euro. Im Finanzierungshaushalt haben wir eine ähnliche Situation. Hier haben wir Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen in Höhe von 8.604.600 und Auszahlungen in Höhe von 9.492.700. Das ergibt einen Saldo 1 von minus 888.100 und gegenüber dem Voranschlag verschlechtert sich diese Zahl um 351.900 Euro. Im Finanzierungshaushalt ist dann auch die investive Gebarung abgewickelt. Hier sind alle Einzahlungen und Auszahlungen, die jetzt Investitionsprojekte betreffen, abgebildet. Wenn man diese Zahlen dann noch einmal berücksichtigt, verschlechtert sich das Ergebnis noch einmal um 44.500 Euro auf minus 932.600 Euro. Dazu ist zu sagen, dass so zum Beispiel Finanzierungen aus dem Bereich der Kinder- und oder der Kinderbetreuungseinrichtungen, GTS und Kindergarten-Volksschule, nicht berücksichtigt sind, weil die erst 2024 geltend werden. Aber auch das innere Darlehen für den Tank 5000 wird nicht mehr ertragswirksam dargestellt. Das heißt, da sind auch wesentliche Positionen der Investitionsprojekte drinnen, die im negativen Ergebnis enthalten sind. Die Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit ändern sich nicht wesentlich, da ist drinnen das Darlehen, das Regionalfonddarlehen, das für den Dollingweg aufgenommen werden soll, und die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit betrifft die laufende Tilgung der Darlehen der Gebührenhaushalte. Im Finanzierungshaushalt schließen wir mit dem Saldo 5 dann im Endeffekt mit einem Ergebnis von minus 716.800 Euro. Wie gesagt, die Zahlen sind drastisch schlechter als im Voranschlag budgetiert. Und sie sind auch schon, wie man gesehen hat, die Kürzung der Ertragsanteile und der Finanzausgleichsmittel ein drastisches Vorzeichen für die Voranschlagssummen 2024. Danke. Danke, Herr Finanzverwalter. Es sind keine rosigen Aussichten. Es hat sich in diesem Jahr in die andere Richtung gedreht wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben wir ja auch sehr konservativ budgetiert, aber dann haben sich die gesamten Lage doch wesentlich verbessert. Wie wir uns erinnern können, natürlich war es auch immer noch kein ausgeglichener Haushalt, aber wir haben die Prognosen zumindest übererfüllen können. Es hat sich alles besser entwickelt als erwartet. In diesem Jahr ist es leider genau in die andere Richtung ausgeschlagen, dass wir vor allem bei den Einnahmen, die von Bundes- und Landesseite kommen, wesentliche Kürzungen hinnehmen müssen. Allein aus diesen zwei Punkten, wie wir gehört haben, fast 200.000 Euro weniger Einnahmen. Und das schlägt sich natürlich auch in den Zahlen nieder. Wir sind derzeit gerade in den Gesprächen zum Budget 2024. Die erste Budgetklausur auf Gemeindevorstandsebene unter Einbeziehung aller Fraktionen hat ja schon stattgefunden. Nächste Woche ist die nächste Sitzung. Und auf Grundlage der Zahlen, die auch inzwischen von der Gemeindeaufsicht geprüft worden sind, wird dann die Budgetsitzung Mitte Dezember stattfinden. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zur Verordnung in den Unterlagen. Die Verordnung ist datiert mit 23. November, weil die Sitzung auf diesen Tag geplant war. Krankheitsbedingt ist sie erst heute, also das bitte dann im Zuge der Beschlussfassung zu berücksichtigen. Die Verordnung wird insofern geändert, dass dann drinsteht, aufgrund der Verordnung vom 30. November mit Gültigkeit 1. Dezember. Gibt es Wortmeldungen zu den Berichterstattungen des Finanzverwalters? Herr Gemeinderat Durner. Ja, Herr Bürgermeister, Herr Finanzreferent, das erste Mal in der Geschichte überschreitet ein Budget die 10-Millionen-Grenze. Jetzt hätte ich schon ein paar Fragen, wenn ich einmal positiv bewerte, dass die Straßenbeleuchtung von Müllerbrücke bis Molbach nach Jahren wieder in Stand gesetzt wird. Dafür
sage ich, den zuständigen Referenten oder den Bürgermeister, anscheinend hat der Bürgermeister in die Hand genommen, ein recht herzliches Dankeschön. Na, ist mir aufgefallen, der Mautner Klamm, die Sanierung, die ist ja noch gar nicht durchgeführt und wir haben sie schon im Budget drin. Wie ist das denn verstehen? Und die Unterlagen heute, meine, vielleicht bin ich selber schuld, ich hätte die Unterlagen gekannt holen, wo die liegen jetzt am Tisch, da bin ich schon ein bisschen überfordert, heute da näher einzugehen. Gut, danke. Danke für das Lob und was die Mautner Klamm betrifft, die Maßnahme ist durchgeführt inzwischen. Also es hat ein bisschen Verzögerungen gegeben, weil das Unwetter im November die Rampe leider wieder abgetragen hat, die davor aufgebaut worden ist. Aber inzwischen ist die Quellleitung saniert und auch die Stützmauer saniert. Es wird jetzt noch nächste Woche, glaube ich, eine Begehung geben, damit das abgenommen wird. Und deshalb haben wir es auch heuer im Budget drin, weil die Maßnahmen in diesem Jahr stattfinden und stattgefunden haben. Und die Antragstellung für einen Katastrophenfonds ist dann fürs nächste Jahr zu machen. Wahrscheinlich. Leider. Ja, na, der Herr Ingenieur Rauch, der das begleitet hat, hat sich heute nochmal mit dem Wassermeister das angeschaut. Und nächste Woche, glaube ich, am Montag soll es nochmal eine Begehung geben, was ich mitgekriegt habe. Und dann kriegen wir einen Endbericht. Also es war noch einmal zur Erinnerung, die Mautner Klamm war ja den ganzen Sommer oder mehreren Sommer gesperrt, weil im Bereich des Weges, wo unterhalb die Wasserleitung ist, eine Setzung stattgefunden hat. Das Gelände war unterspült, wahrscheinlich von einer Lawine oder ziemlich sicher von einer Lawine aus dem Jahr 2021. Das hat man erst gesehen, wo der Wasserstand zurückgegangen ist im Zuge einer Kontrolle, dass eben der ganze Weg gesenkt ist. Und das hat über den Sommer eben ein bisschen gedauert, bis wir die Planungen gemacht haben, um diese nach den Erstmaßnahmen im August eine richtige Sanierung durchzuführen, die sich eben mit 91.000 Euro circa zu Buche schlägt. Ja, eine Zusatzfrage noch. Sanierung im Mautner Klamm, da sind bei 60.000 Euro aufgeschieden. Wir haben ja nicht so viel Rücklagen. Entnahme von Rücklagen, soweit ich weiß, sind 48.000 im Wasserhaushalt Rücklagen, oder? Wie gesagt, es wird über einen Katastrophenfonds beantragt. Das heißt, 50% der Kosten werden über einen Katastrophenfonds abgedeckt. Bitte mich zu berichtigen, wenn ich etwas Falsches erzähle. Also die Gesamtkosten, wenn ihr das ergänzen darf. So. Also die Gesamtkosten betrugen. Moment. 91.800 Euro. Die beinhalten auch die Sofortmaßnahmen. Und für diesen Gesamtmaßnahmen werden 50% beim Katastrophenfonds eingereicht und die restlichen 50% müssen jetzt einmal über die Rücklage finanziert werden. Die Rücklage aktuell beträgt 81.000 Euro in der Wasserversorgung. Ich hätte nur eine Frage. Ist das der erste Notfonds oder braucht es noch einen? Das ist der erste Nachtragsvoranschlag, der bis Ende November zu machen ist. Nachdem jetzt das Jahr bald zu Ende ist, ist davon auszugehen, dass das der einzige bleibt, weil wir dann im neuen Jahr eh schon den Rechnungsabschluss bereits vorbereiten. Gut, danke. Vielleicht zur Ergänzung Wasserversorgung noch. Wir haben ja den Wassermasterplan in Auftrag gegeben und auch den Bericht schon gekriegt, was alles zu machen wäre. Und auf Grundlage des Umfanges haben wir eben den Ingenieur Rauch, das ist ein Ziviltechnikerbüro, beauftragt, eine Risikoanalyse jetzt noch draufzusetzen, das heißt, wo wirklich jeder einzelne Punkt der Wasserversorgungsanlage dezidiert angeschaut wird, vielleicht Sachen auch noch auftauchen, die im Masterplan nicht oder zu streng beurteilt worden sind. Und wir rechnen damit, dass wir bis Ende Jänner spätestens das Ergebnis dieser Risikoanalyse haben. Und auf Grundlage der Risikoanalyse soll dann die Prioritätenreihung der umzusetzenden Maßnahmen in der Wasserversorgung ausgearbeitet werden. Das ist ein Projekt laut Masterplan mit ca. 5 Millionen Euro auf die nächsten 10 Jahre, wo es darum geht, eben die alten Leitungen, die teilweise über 100 Jahre alt sind, einmal sukzessive auszutauschen, neue Quellschüttungen zu eruieren, aber auch die Hochbehälter und die bestehenden Anlagen zu sanieren. Dazu aber dann mehr, wenn wir die Details haben. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Nachtragsvoranschlag? Herr Vizebürgermeister? Ja, Bürgermeister, Herr Gemeinderat. Glaube ich, heute schon zwei, dreimal gefallen, ist kein rosiges Budget bzw. Nachtragsvoranschlag mit 900 minus, so wie der Bürgermeister gesagt hat, voriges Jahr hat es sich gedreht, heuer in die
eben negative Seite. Es sind natürlich einige oder große Sachen, die uns eigentlich gar nicht direkt im operativen Geschäft betreffen, weil einfach gewisse Sachen von Landesseite und von Bundesseite entschieden werden. Vorwiegend hätte von Landesseite Krankenumlage, Sozialumlage, so wie glaube ich eh bei jeder Sitzung schon gesagt. Im Endeffekt kriegen wir die Einnahmen und auf der nächsten Seite wird es abgezogen. Und jedes Mal halt die Erhöhungen, die ja jetzt auch natürlich noch mit den Personalkostenanpassungen, was haben wir jetzt abschließen, 9, fürs nächste Jahr besteht uns da über 9% Personalkostenanpassung noch bevor. Ich glaube, das muss sich jeder auch bewusst sein, ob das im Handel, im Metall oder sonst wo ist, was das im Endeffekt heißt. Bei uns schlägt sich eben mit den Erhöhungen bei Personal um 9% nieder und die im Endeffekt irgendwer wird die Rechnung zahlen müssen. Ob es jetzt der Kunde beim Handel ist oder im Endeffekt bei uns die Budgets nach oben schrauft. Das muss sich jeder im Klaren sein, der jetzt halt Erhöhungen fordert von 9, 10, 11, 12%. Die Rechnungen werden irgendwann gezahlt werden müssen. Jedenfalls sind einige Sachen drinnen, die dringend da notwendig waren. Wasserversorgung, dann Feuerwehrinvestitionen. Natürlich können wir heute eh noch auch zu Vorhaben, die einfach Jahre davor mit Finanzplänen erstellt worden sind und jetzt eben Kostenanpassungen notwendig sind, weil Preiserhöhungen in den Zeiten waren. Wie gesagt, wichtige Sachen drinnen, die investiert worden sind und auf der anderen Seite Ausgaben, die wir einfach nicht beeinflussen können und die einfach auf Landesseite irgendwann einmal Reformen in jeder Hinsicht irgendwo dringend notwendig machen, weil sonst wenn die Gemeinden, und das ist ja jetzt vor kurzem in der Zeitung gewesen, es gibt glaube ich kaum eine Gemeinde nächstes Jahr, die noch positiv budgetieren kann. Und das glaube ich sagt schon viel aus, was das in Zukunft heißt. Wir werden jedenfalls das haben wir im Vorstand, mittragen, weil die Schwierigkeit an sich ist gegeben und deswegen werden wir denen auch zustimmen. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Kogler, bitte. Ja, geschätzter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Ich glaube, die Gemeinde Kötschermauten wirstet nicht unbedingt mit dem Geld in den letzten Jahren. Wenn ich das so verfolgt habe, versucht man wirklich sachgemäß Themen aufzugreifen und umzusetzen. Das große Problem ist wirklich Land und Bund, die einfach das Geld abtragen. Deswegen haben wir heute auch einen Dringlichkeitsantrag, der zum Schluss wahrscheinlich verlesen wird, wo wir darum bitten, dass der Gemeinderat den Kärntner Landtag auffordert, die Landesumlage abzuschaffen. Ich glaube, ich schaue, eine halbe Milliarde Euro haben sie Neuschulden für nächstes Jahr budgetiert und auf der anderen Seite verlangt man von den Gemeinden, dass sie keine neuen Projekte anfangen oder sparen, wo geht. Irgendwann wird sich das Ganze nicht mehr ausgehen und wir selber können da eh nicht viel tun. Das Einzige, was wir machen können, ist einfach das Land auffordern, umzudenken, so wie der Christopher gerade gesagt hat, Reformen auf anderer Seite auch zu finden, aber die Gemeinden nicht den Hahn zudrehen, dass einfach keine Arbeit mehr irgendwann getätigt werden kann. Danke. Also der Antrag ist eingelangt und wird nicht wahrscheinlich verlesen, sondern ganz sicher. ja, es ist tatsächlich ein Thema, wo sehr viel von außen auf die Gemeinden einprasselt, also wer die Medien verfolgt hat, aber da greife ich jetzt vor auf nächstes Jahr, bis jetzt war es eigentlich so, dass oder die letzten Jahre vor der Krise, vor den Krisen, die jetzt sukzessive kommen, dass circa ein Drittel der Kärntner Gemeinden Abgangsgemeinden waren und zwei Drittel ausgeglichen budgetiert haben. Das hat sich voriges Jahr schon gedreht in die andere Richtung, dass nur mehr ein Drittel ausgeglichen budgetiert hat. Und jetzt sind wir inzwischen bei einem Satz von über 90% der Kärntner Gemeinden, die keinen ausgeglichenen Haushalt mehr fürs nächste Jahr zusammenbringen. Österreichweit ist es nicht viel besser, da werden circa statt 17% Abgangsgemeinden über 50% Abgangsgemeinden kommen. Wenn man sich das ein bisschen in Zahlen vor Augen führt, dann reden wir von über 1000 Gemeinden, wahrscheinlich sogar mehr, in ganz Österreich, die ein Minus bauen, und zwar gar kein schlechtes Minus. Und das ist einfach ein Versäumnis der Verhandlungen, die in den letzten Jahren zwischen Länderbund, Gemeindebund, Städtebund und so weiter nicht weiterkommen seien, die Mittel ordentlich zu entflechten. Natürlich kann man den Druck auf die kleinste Einheit abschieben und sagen, die müssen jetzt einsparen, einsparen, einsparen.
Aber unterm Strich sind die Gemeinden der Ort, wo die Menschen leben. Auch wenn es die kleinste Einheit im Staat ist, alles, was wir an Leistungen zurücknehmen, das spürt der Bürger sofort. Wir haben sicher Möglichkeiten und den darf man sich jetzt auch nicht verschließen, auch fürs nächste Jahr, das wird dann im Zuge der Budgetgespräche noch weiter ausgeführt, wo wir überall eingreifen müssen. Es wird schmerzhafte Eingriffe geben, vor allem auch im Bereich der Gebührenhaushalte, weil die Gemeinde einfach gesetzlich auch beauftragt ist, in gewissen Bereichen ausgeglichen zu wirtschaften. Da kommen wir nicht drum herum. Wir können keine Steuern erfinden, wir können gewisse Gebühren einheben, die allerdings dann auch eine Gegenleistung erfordern. Das Steuererfindungsrecht liegt tatsächlich beim Bund und da können wir mir nur Anregungen liefern als Bürger in den Gemeinden, aber nicht wirklich mitmischen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Vizebürgermeister. Ja, Herr Gemeinderat, Herr Bürgermeister, erstens einmal Herr Kugler, ich glaube das erste Mal, dass Sie mir beipflichten, sonst habe ich eigentlich immer von Ihnen negative Meldungen gehabt, nehme ich einmal sehr wohlwollend zur Kenntnis. Ich weiß nicht, ob es die ganze Sitzung so sein wird. Jedenfalls, eins muss man auch sagen, wenn man vom Bund immer fordert, irgendwo muss der Bund auch das Geld hernehmen und es lohnt detto das Gleiche. Nur, ich glaube, die größte Position oder die größten Positionen sind in der Hoheit des Landes zu entscheiden. Du hast eh heute den Antrag reingetan. Ich persönlich bezweifle, das muss ich auch sagen, das entzieht sich meiner Kenntnis ganz genau, aber ich glaube mit der Landesumlage Abschaffung, über das sollte man diskutieren, aber ich glaube, du hast früher was anderes gesagt, aber die Städte profitieren meines Erachtens mehr, aber kann sein, dass ich mich da, vielleicht ihr, aber das sollten sich da an die Herren unten anschauen, wie das wirklich so ist. Trotzdem muss man sagen, das Land entscheidet gewisse Sachen, was wir halt mir noch zahlen. Es ist schön und gut, gratis Kindergarten, super, perfekt, trage ich auch mit. Nur müssen wir uns auch im Klaren sein, dass die Erhöhungen des Budgets halt auf die Gemeinden eklatant ausfallen, weil die Rechnung zahlen auch mir auch unten. In Wirklichkeit, und das ist schon problematisch, nur ein Beispiel jetzt angeschaut. Und da wird sich gewisse Leute unten müssen Gedanken machen. Wobei man sagen muss, wir hätten auch Hebel, die aber bei weitem nicht so groß sind wie auf Landesebene. Das wird sich bei uns auch müssen nicht was tun. Und die Schwierigkeit an der ganzen Sache ist, wenn man, der Bürgermeister hat sicher schon gesagt hat, Gebühren, Haushalte, wenn man das Thema, was mich betrifft, jetzt Müll hernimmt, jetzt haben wir eine Gebührenkalkulation gemeinsam mit dem Finanzverwalter diskutiert. 3 Wochen später kämen ganz andere Zahlen und du bist ferner Oliven von dem, was man eigentlich anpassen hätte sollen. Und das werden wir im nächsten Vorstand diskutieren müssen, was wir zum Beispiel in dem Bereich anpassen müssen. Und das sind keine kleinen Anpassungen, die gehen in eine sehr, sehr hohe Sphäre. Und da kommen sicherlich Belastungen, die nicht so einfach sind. Gut, danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Gemeinderat Kogler? Ja, das kurz zum Abschließen. Natürlich, aber trotzdem muss man das Land auffordern, da auch Rahmenmöglichkeiten zu schaffen, weil die Gemeinden sind die Letzten, die können am wenigsten tun und man sollte, und das ist jetzt ja ein paar Mal erwähnt worden, einfach arbeiten. Und wir haben Projekte, wir haben da halt heute schon ein gutes Projekt gesehen, im Endeffekt sollen wir aber noch mehr schaffen für die Zukunft, wenn wir bestehen wollen, die Abwanderung zu stoppen oder beziehungsweise neue Firmen da herziehen wollen. Die ganze Infrastruktur, die was wir haben, die ist zu halten, ist zerbröselt eh und im Endeffekt kann das Land nicht, oder der Bund noch nicht sagen, weniger Geld ausgeben. Und die Landesumlage, natürlich wird der Staat mehr profitieren, ist klar, aber das gehört auch im Zuge dessen, wie gesagt, wir sind ja nur die Anreger, so wie der Herr Bürgermeister gesagt hat, aber im Zuge dessen sollte das Land einfach aufgefordert werden, genauer darauf zu schauen und da das irgendwo auf die Gemeinden, die was so wie wir am Rand irgendwo sind, einfach auch zu unterstützen. Ja, also ich war heute in Klagenfurt mit mehreren Themen bei verschiedenen Abteilungen auch und habe dort auch den Chef der Gemeindeaufsicht genauso getroffen wie Dr. Greiner und andere Spitzenpolitiker und die Ratlosigkeit ist momentan wirklich groß. Es wird noch viele Gespräche brauchen, es wird viele Verhandlungen brauchen, aber ich glaube, der wesentliche Schlüssel zur Entspannung der Situation ist tatsächlich die Mittelverteilung und auch die Umlagenverteilung zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften, dass dort einfach, der Hebel einmal angesetzt wird, was ja schon, ich glaube, ich habe es in der letzten Gemeinderatssitzung oder in einer Vorstandssitzung auch kurz angedeutet,
ist auch schon ein ewiges Thema, der abgestufte Bevölkerungsschlüssel. Das heißt, ein Bürger in Wien ist bei den Ertragsanteilen das doppelte wert wie ein Bürger im Land in Kärnten zum Beispiel. Das hat den geschichtlichen Ursprung in der Nachkriegszeit, wo die Städte eben durch die Schäden des Krieges massiv getroffen waren und deshalb mehr Steuermittel des Bundes an die zerstörten Bereiche gegangen sind. Da ist Wien der große Profiteur nach wie vor. Es hat sich seit 70, 80 Jahren an diesem Bevölkerungsschlüssel nichts geändert. Und das war einmal argumentierbar, ist es aber nicht. Natürlich sitzen die Wähler, die großen Wählerströme sitzen in Wien und Niederösterreich und dort werden die Entscheidungen getroffen, die dann alle betreffen. Das heißt, wir können es wirklich nur anregen, der Gemeindebund ist bemüht, der Städtebund ist bemüht, aber natürlich haben wir da manche Leute mehr Gewicht, manche Gemeinden mehr Gewicht, das hängt immer an den Einwohnerzahlen. Aber richtig, wir können gewisse Sachen anregen und wir werden das Thema oder diesen Antrag dann am Ende der Tagesordnung besprechen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich momentan nicht. Dann darf ich einmal den Tagesordnungspunkt 7a zur Beschlussfassung bringen, und zwar die Verordnung, die eben, wie gesagt, in den Unterlagen mit dem falschen Datum drin ist. Bitte das entsprechend zu korrigieren bzw. in der Beschlussfassung zu berücksichtigen, mit Verordnung per 30. November, Gültigkeit ab 1. Dezember. Der Antrag lautet, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Kirchhoff-Mauthen vom 15. November stellte der Gemeindevorstand den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass die im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Verordnung über den ersten Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 23 festgestellt und genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7b, BZ-Mittelfestlegung. Dort darf ich auch bitte den Finanzverwalter wieder um Berichterstattung bitten. Ja, danke, Herr Bürgermeister. Bei diesem Tagesordnungspunkt geht es um die BZ-Mittelfestlegung, die durch den Gemeinderat eben festzulegen sind, wie diese Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen zu verwenden sind. Wir haben für die Jahre 2022 und 2023 eine Gesamtsumme von 586.950 mitgeteilt bekommen, wobei aber 198.000 bereits für die operative Gebarung, sprich für die Abgangsreduzierung, zu verwenden war. Der verbleibende Betrag von 388.500 Euro ist jetzt aufgrund der Beschlüsse des Gemeindevorstandes und der umzusetzenden Projekte wie folgt aufzuteilen: Amts- und Kulturzentrum Sanierung und Fertigstellung mit 77.000 Euro, Aquarena-Abgangsdeckung 115.000 Euro, Bergbahnen Kötschach-Mauthen 25.000 Euro, WLV-Projekt Runse-Weidenburg 14.300 Euro, WLV-Projekt zweites Detailprojekt Lesachtal 14.500 Euro, Straßensanierungen 2022 und 2023 mit 30.800 Euro, TFF Weidenburg Tragkraftspritze 2024 mit 12.800 Euro, Büroausstattung Umbau 2023 mit 25.200 Euro, Sanierung Güterweg Sittmoos, erste Rate mit 37.900 Euro, Güterweg Blohn, Sanierung Mandorfbrücke mit 10.500 Euro, Brückensanierungen 2023 mit 10.500 Euro und für die Immobilien KG der Austausch der Falltore bei der FF Kötschach-Mauthen mit 15.000 Euro. Somit ist der BZ-Mittelrahmen für 2023 ausgeschöpft. Danke. Dankeschön. Gibt es dazu Fragen oder Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 15. November ergeht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass die frei zur Verfügung stehende BZ-Mittel 23 laut nachstehender Aufstellung für folgende Vorhaben festgelegt werden. Also AKZ-Sanierung 77.000, Aquarena 115, Bergbahn in Kötschach-Mauthen 25, WLV Runze-Weidenburg 14.3, WLV zweites Detailprojekt 14.5, Straßensanierungen 22, 23, 30.800, FF Weidenburg Tragkraftspritze 24, 12.800, Büroausstattung Umbau 23, 25.2, Sanierung Güterweg Sigmus, eine Rate 37.900, Güterweg Blohn, Sanierung Mandorfbrücke 10.5, Brückensanierung Zauerbrücke 10.5, Immobilien KG aus der Schwalttore 15.000, ergibt eine Summe von 388.500. Mit diesen Festlegungen ist der BZ-Rahmen 23 ausgeschöpft.
Wer damit einverstanden ist, bitte beim Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dankeschön. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8, und zwar das Vorhaben Sanierung Dohlingweg. 8a Änderung des Finanzierungsplanes, 8b Aufnahme des Regionalfonds, Bericht und Beschlussfassung. In der Sitzung des Gemeinderats vom 10. November 2020 wurde der Finanzierungsplan für das Vorhaben Sanierung Dohlingweg beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mit Schreiben 13. April 2021 genehmigt. Es wurde festgelegt, die Verbindungsstraße Dohling inklusive der Größbachbrücke in den Jahren 2021 und 2022 zu sanieren. Im damaligen Finanzierungsplan waren die Gesamtkosten von 750.000 Euro mit 300.000 über das Land Kärnten, Abteilung 10 Agrartechnik, 112.500 BZ-Mittel außerhalb des Rahmens über das Land Kärnten, Abteilung 3 Gemeinden, einem Interessentenbeitrag der Transalpine Ölleitung in Österreich GmbH Dahl über 130.000 und der verbleibende Betrag von 207.500 mit einem Regionalfonddarlehen finanziert. Seitens der Dahl Österreich wurde die vereinbarten 100.000 ausbezahlt, jedoch wurden die ursprünglich in Aussicht gestellten und im Finanzplan abgebildeten 30.000 trotz Urgänzen meinerseits nicht mehr geleistet. Zum teilweisen Ausgleich dieser Finanzierungslücke konnte eine Zusage von Landesrat Fellner im November 2022 in Höhe von 15.000 BZAR für die Mehrkosten konkret werden. Bereits im Zuge einer Besprechung mit der Abteilung 10 am 6. Oktober 2022 wurde festgestellt, dass die Kostenschätzung aus dem Jahr 2019 mit 750.000 Euro überschritten werden wird. Aufgrund zusätzlicher Maßnahmen und einer entsprechenden Teuerung der Baukosten wurden im Zuge dieses Termins die Mehrkosten inklusive Reserve mit 70.000 Euro angenommen. Bei einer Besprechung mit der Abteilung 10 am 19. September 2023 wurde der aktuelle Stand des Vorhabens und der bisherigen Ausgaben evaluiert. Mit Stand 18. September 2023 lag die verbaute Summe bei 563.500. Noch offene Kosten für Asphaltierungen gemäß Angeboten mit rund 206.000 sowie die sonstigen Kosten mit 10.000 Mehrkosten, Vermessungskosten und das Brückengeländer mit rund 10.000 ergeben insgesamt einen Kostenrahmen von 850.000. von welchen die Agrarabteilung 40% mündlich zugesichert hat. Der ursprüngliche Finanzierungsplan vom 10. November soll deshalb wie folgt geändert werden. Und zwar die reinen Baukosten eben auf 850.000 Euro, Teilbeträge 161.900 im Jahr 2021, 397.300 im Jahr 2022 und 290.800 im Jahr 2023. Der Finanzierungsplan ist dann insoweit für uns relevant als Marktgemeinde, dass das aufzunehmende Darlehen jetzt nicht mehr 207.500 beträgt, wie ursprünglich eingepreist, sondern wir auf einen Betrag von 282.500 kommen, das ab dem Jahr 2023 dann praktisch als Darlehen aufgenommen werden soll. Gibt es da Ergänzungen von Seiten Finanzverwaltung? Ergänzend festzustellen oder hinzuweisen ist, dass eben für die Aufnahme vom Regionalfonddarlehen eine Vereinbarung mit dem Land Kärnten abzuschließen ist, die wir aber erst erhalten. Und die Tilgung des Regionalfonddarlehens erfolgt immer auf der Auszahlung folgenden Jahr. Das heißt, wenn wir die Mittel heuer nicht mehr bekommen, haben wir auch ein Jahr länger Zeit mit der Rückzahlung zu beginnen. Gut, danke. Gibt es Ergänzungen? Ja, Bürgermeister, Hoher Gemeinderat, da das Vorhaben Dohlingweg ja in meinen Zuständigkeitsbereich beläuft, möchte ich zuerst einmal kurz einen Rückblick geben, weil das Vorhaben ja schon weit vorher begonnen hat, im Jahre 2016 mit den Erhebungen, weil es war grundsätzlich geplant auf Basis von der ersten Asphaltierung im Jahre 1972, wo es eine Aufteilung auf die Grundbesitzer bzw. Hauseigentümer mit einem gewissen Betrag gegeben hat, diesen Aufteilungsschlüssel heranzuziehen. Der ist in der Marktgemeinde nicht auffindbar gewesen aus den alten Unterlagen. Deswegen haben wir damals auch gemeinsam mit dem damaligen Bauamtsleiter Rummel angefangen, die Berge Bollenig und Würmlacher Alm zu erheben. Das Ganze ist ja nicht so einfach, weil das sind ja hunderte Parzellen. Grundsätzlich haben wir dann die Weggenossenschaften eingeladen, hat mehrere Sitzungen gegeben, um die Anteilsschlüssel heranzuziehen, um da eine Erleichterung zu haben bei den Erhebungen. Das Ganze ist auch erfolgt und in die
Aktenlogen einsichtig. Grundsätzlich hat es dann Bemühungen gegeben, die Weganlage, so wie es ursprünglich in den 70er Jahren geplant war, bis zum Schulenportal zu finalisieren. Das heißt, vom Ende des momentanen Weges Kreuzung Dohling war geplant, das Ganze noch bis zum Stollenportal in das Eigentum der Marktgemeinde damals zu übernehmen, oder Eigentum der Altgemeinde Würmlach zu übernehmen. Das ist nicht durchgeführt worden und das wollte man eigentlich dann machen. Gemeinsam mit der Thal hat es dann mehrere Besprechungen und Verhandlungen gegeben, diesen Weg eben ins Marktgemeindeeigentum zu übernehmen und dafür aber die Thal den Schotterweg bzw. Forstweg hinunter auf den Krieghof zu übernehmen. So waren eigentlich die Planungen, so sind die Verhandlungen auch gelaufen mit der Thal. Die Thal hätte dem auch zugestimmt, dem Ganzen. Dann hat es eine Besprechung gegeben, weil ja der Bergweg im Eigentum des öffentlichen Gutes Marktgemeinde ist, fördert die Agrar den ja nicht mit 65%, so wie alle anderen Bergwege, sondern nur mit 40%. Und wäre es gescheit gewesen, zu damaligen Zeitpunkt eine WG zu gründen. In der Zeit aber dann das Land gesagt hat, dass es zwischen Abteilung 10 und Abteilung 3 eine innere Absprache gibt, dass bei so einem Vorhaben die Abteilung 3 zusätzliche Mittel freigibt, dass wir da fast auf 65% kämen würden. Und somit ist das fallen gelassen worden, dass wir die Weggenossenschaft nicht gründen, weil wir im Endeffekt auf den gleichen Förderschlüssel kommen. So, und dann hat es Verhandlungen mit der Thal, mit dem damaligen Bürgermeister Hartlieb gegeben. Damals haben wir mündlich vereinbart, die Restmittel, abzüglich der Landesförderungen zu halbieren, also 18,5% jeder Anteilshaber dann zu zahlen hat. Aber die Thal hat damals gesagt, die Vorgabe von Ihnen ist es, nach Möglichkeit umzulegen. Also die Grundstückseigentümer auch noch mit einem Förderanteil hineinzunehmen. So war das, sind wir auseinandergegangen und im Endeffekt dann hat es einen verwaltungsgerichtliches Entscheid gegeben, zwar eigentlich auf Kärntner Ebene von zwei Gemeinden, dass Grundstücksbesitzer bei Umlegungen von Straßenbenutzungsbeiträgen geklagt haben. Und das Ganze dann so ausgegangen ist, dass die Grundstücksbesitzer Recht gekriegt haben auf Basis des Gleichheitsgrundsatzes, dass wenn die Gemeinde sonstige Beiträge innerhalb des Gemeindegebietes nicht vorschreibt, also wenn einer im Tollbereich oder bei sonstigen Weganlagen von der Gemeinde keine Vorschreibung kriegt, dann kann die Gemeinde auch bei einem Weg allein nicht umlegen. Das hat dann dazu geführt, dass wir in der Gemeinde gesagt haben, erstens einmal, ist der Instanzenzug zu erwarten, dass Vorschreibung Bürgermeister dann entscheidet bei Einspruch Gemeindevorstand und dann Verwaltungsgericht wahrscheinlich das Ganze um mindestens 2 bis 3 Jahre verzögert hätte. Und somit haben wir auch gesagt, die Marktgemeinde bleibt bei dem, dass sie die restlichen Mittel übernimmt. Somit sind wir dann in den Antrag hineingegangen, dass wir die 40% einmal fixiert haben mit der Agrar. Es ist ja so, dass die Agrar dann der zuständige Landesrat mit denen in die Regierungssitzungen muss, weil allein bis 100.000, glaube ich, selbst entscheiden kann. Das Ganze ist mehr als 100.000, die Zuweisung. Das hat noch einmal das Ganze verzögert. Und schlussendlich dann die Thal den Beitrag auf 100.000 oder mit der Thal das Ganze mit 100.000 eingefroren worden ist, mit eventuellen Zahlungen noch erhöht auf 30, die jetzt im Endeffekt nicht fließen. Ich muss ehrlich sagen, den Absatz mit der Thal kann ich nicht ganz mittragen, weil ich lasse die Tür trotzdem mit der Thal noch offen. Ich habe mit der Thal jetzt trotzdem noch einmal versucht, einen Kontakt herzustellen. Aufgrund der Mehrkosten, auf Basis von den 750.000, werden wir da keinen Ansatz mehr finden, aber aufgrund der Mehrkosten, die jetzt durch die Preisanpassungen entstehen, haben wir schon noch einen Ansatz, eventuell dort noch einmal zumindest den Fuß in die Tür zu setzen. Versucht, unversucht möchte ich das trotzdem nicht lassen,
und möchte es auch nicht da mittragen mit dem Bericht, was der Bürgermeister gerade vorgelesen hat. Also ich bin nicht ganz konform. Jedenfalls sind die Arbeiten haben dann begonnen. Die Brücke ist als erster saniert worden mit 150.000 minus die 3% Konto. Das war ein Pauschalbetrag, den wir fixiert haben mit der Firma Seibold und den beteiligten FH Spital und so weiter. Und die Sanierung dann des Weges hat etwas später begonnen. Und zur Fertigstellung jetzt habe ich in der letzten Sitzung aufgrund der Anfrage beziehungsweise des Antrages der Liste Turner auch berichtet, warum die erst den Herbst jetzt saniert haben, beziehungsweise nicht saniert, die Asphaltdecke draufgelegt haben, weil die E-Genossenschaft Würmlach im Frühjahr mitgeteilt hat, dass das Bauvorhaben an dem Staubecken mit Mai oder Juni beginnen sollte und deswegen habe ich das Ganze dann gestoppt, weil es war nicht logisch gewesen, die Schwerlastverkehr von 40 Tonnen Fuhrwerken dann über den frisch asphaltierten Weg hinauf zu losen, wenn man das davor schon weiß. Deswegen haben wir das jetzt verschoben und haben jetzt grundsätzlich fertiggestellt. Also wer schon aufgefahren ist, hat es eh gesehen. Also grundsätzlich die Decke plus die Bankette sind fertig und die Aufhebung von den 3,5 Tonnen können wir somit auch, wir haben es eigentlich wollen, bis 7. Dezember belassen, aber aufgrund der Temperaturen jetzt an, kann man die ohne weiteres aufheben. So viel zu meiner Seite. Die Erhöhungen sind eh im Bericht jetzt schon drinnen gewesen, sind aufgrund dessen, dass der Finanzierungsplan 19 und 20 erstellt worden ist, die Preisanpassungen großteils durch das zu begründen. Das einmal vorwiegend von meiner Seite. Okay. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Kogler. Ja, Herr Gemeinderat, Herr Bürgermeister. Ja, Christoph, ich glaube, 2022 hätte es eigentlich schon fertiggestellt werden sollen. Es ist großteils jetzt nachvollziehbar, was du gesagt hast, warum die Verzögerungen eingetreten sind. Auf der anderen Seite muss man schon fragen, der größte Nutznießer ist die Tal. Von diesem oberen Teil des Weges und wenn man so gehört hat, was die Tal eigentlich seit dem Bau der 60er Jahre, da vor allem im Großraum Kitzbühel, an die Gemeinden zahlt, beziehungsweise an die Grundstückbesitzer und wir da eigentlich durch den Rost gefallen sind, dann muss man schon irgendwo vielleicht darauf hinweisen, wenn sie die größten Interessen an diesem Weg haben, sollte man auch ein bisschen schärfer sagen, wenn sie es brauchen, dann sollen sie es auch kaufen. Warum soll die Gemeinde da immer mittragen? Die anderen Interessen, was da oben sind, weiß ich nicht, die Waldbesitzer, die Grundbesitzer, mag es sein, aber die Tal hat Geld und die Tal kann sich das auch leisten. Dass wir das jetzt jahrelang umtun und weitere Erhöhungen jedes Jahr mitfinanzieren müssen, sehe ich persönlich nicht ein. Danke, ja. Ist grundsätzlich richtig. Ich meine, es hat mehrere Gespräche noch gegeben mit der Leitung der Tal, mit dem Herrn Dr. Lilly. In Lienz, aber auch telefonisch und E-Mail-Verkehr. Im ersten Ansatz haben sie sich einmal auf die schlechten Geschäftsergebnisse berufen. Ist natürlich, wie soll ich sagen, es ist ein Konsortium der Tal mit den Raffinerien in Österreich, die ja alle irgendwie miteinander in einer Verbindung stehen, wo man natürlich die Kosten hin und her transferieren kann. Das heißt, die entsprechenden Geschäftsberichte nicht eindeutig sind, wer jetzt wirklich wie viel an wen zahlt und wohin das Geld geht. Das heißt, man kann es eh nur glauben. Es hat auch ein Angebot gegeben, dass sie uns irgendwelche Bäume spenden wollten zur Wiederbepflanzung und so weiter. Ist auch natürlich ein nettes Angebot. Ich gebe Ihnen, Herrn Vizebürgermeister, recht. Für mich ist das Thema auch noch nicht abgeschlossen, wobei der Teil, der jetzt saniert wurde, betrifft ja trotz alledem die Gemeinde. Es ist eine Gemeindestraße im Endeffekt. Das heißt, wir sind zuständig, wir sind auch haftbar. Es ist eh, sagen wir mal, gut, dass die Agrar überhaupt mit dabei ist, dass wir da in diese Förderschienen hineingekommen sind, dass wir auch nachverhandelt haben mit anderen Landesstellen, dass wir zusätzliche Förderungen bekommen haben. Die Entwicklung, die sich einfach die letzten 3 Jahre ergeben hat, dass wir hier Preissteigerungen haben oder Ausfälle bei Mitzahlern,
den wir eingepreist gehabt haben, das müssen wir jetzt einfach zur Kenntnis nehmen und die Lektion daraus lernen für weitere Projekte. Wir haben Gott sei Dank nicht viel vergleichbare Wege in der Gemeinde, wo das so komplex ist. Der obere Abschnitt betrifft die Grundeigentümer und die Tal, das ist ganz klar. Man kann natürlich überlegen, ob man irgendwelche Maßnahmen setzt, um diesen Betrieb der unteren Straße zu gewährleisten auf lange Zeit. Das heißt vielleicht irgendwelche Tonnagebeschränkungen im Winter und. Das ist zum Erhalt der Substanz anzuraten, das, oder eben Schwerverkehr für gewisse Zeiten einfach einzuschränken. Aber es nutzen ja andere auch die Straßen. Es ist ein Holztransport dort, wir haben alle möglichen Verkehre dort. Also im Endeffekt kommen wir aus der Verantwortung nicht raus. Und ja, mehr kann ich jetzt dazu nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, der Herr Referent hat sich, glaube ich, nochmal gemeldet. Bitte. Ja, Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, Gemeinderat Kugler, das mit der Tal, wenn einer die Schreiben bzw. die Unterlagen von den 70er Jahren kennt, dann bräuchte die Tal laut den Unterlagen und Vereinbarungen nichts mehr zahlen. Ich weiß nicht, ob die Tal die Unterlagen so kennt, wie wir oder ich sie kenne, weil ich es mir eingelesen habe. Also damals mit der letzten Zahlung der damaligen Staubfreimachung hat das geheißen, Beanteilung an die 250.000 Schilling damals, ist sie ausgestiegen aus der Erhaltung dieses Weges. Also brauchen dazu gar nichts mehr zahlen. Mit damaligen Verhandlungsleiter oder beziehungsweise zuständigen Personen, Prokurist Landsteiner und Mattersberger Franz, haben wir es damals mit dem ehemaligen Bürgermeister zumindest einmal geschafft am Tisch. Und das war ein gutes Gesprächsklima bis dato, auch mit der Frau Pfeiffer-Seibold jetzt, dass wir uns damals auf die 18,5% geeinigt haben. Und ich hätte immer die 18,5% stehen gelassen, weil die 18,5% würden jetzt an 172.000 Euro ausmachen und nicht auf einer Fixsumme. Es ist natürlich sicherlich die Schwierigkeit, dass man das obere Projekt nicht finalisiert hat, weil die Tal natürlich jetzt hergeht und wahrscheinlich sagt, ich kenne das Schreiben ja nicht, dort hätte es uns helfen können, wir helfen euch unten mehr. Jetzt im Endeffekt fließen 100.000 und nur einmal das, was der Bürgermeister oder ich auch gesagt hat, ich bin ja noch nicht fertig oder wir sind, glaube ich, noch nicht fertig, dass wir nicht trotzdem nur versuchen, dass zumindest die 30.000 Euro noch kommen. Das wird man sicherlich probieren. Nur einmal auf das hinter, was Sie gesagt haben, die Tal müsste laut den Unterlagen gar nichts zahlen. Das ist schriftlich verschriftlicht. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Gemeinderat, meine, das Projekt Dollingweg dient ausschließlich in erster Linie den Ortsteil Bürmlach auch. Wenn die Tal mehr zahlt, habe ich sicherlich nichts dagegen. Aber man muss den Ursprung haben. Die Tal hat diesen Weg schon im Jahre 1966 erbaut und hat nach wie vor immer auch Kosten bei der ersten Asphaltierung mitgeleistet. Und wer den Weg jetzt befahrt, der ist wunderschön. Aber viele Gemeindebürger haben jetzt schon gesagt, ja, da ist ein Weg auf, meine, er dient in die Bürmlacher. Und das war Bergbau auch. Aber schaut einmal die Gemeindestraßen an. Meine, da kommt schon jetzt auf unsere Kritik. Ich vergönne es den Bürmlachern und so ganz offen und ehrlich heute einmal. In Bürmlach ist in letzter Zeit sehr viel investiert worden. Es ist das Feuerwehrhaus gebaut worden, es sind einige Straßen asphaltiert worden. Ich sage der Gemeinde, ich sage im Land, für die Mittel, die zur Verfügung gestellt wird, ein aufrichtiges Dankeschön. Danke, Herr Gemeinderat. Ja, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, wie der Weg ausgeschaut hat, bevor wir ihn saniert haben. Es waren wirklich grobe Brocken, also wirklich eine Rumpelpiste, vor allem für Radfahrer extrem gefährlich. Und das ist halt ein öffentlicher Weg gewesen. Das heißt, wir haben da tatsächlich eine Haftung, ich vor allem als Bürgermeister. So haben wir es nicht lassen können. Wir haben teilweise die Löcher gestopft. Das war kurz bevor wir den Beschluss gefasst haben, wer sich erinnern kann, ein schwerer Unfall da oben, wo wir im ersten Moment auch gemeint haben, der Straßenzustand ist schuld an dem Unfall, hat sich dann zum Glück als anders ausgestellt, da war ein Hund beteiligt. Aber in solchen Fällen wird ja als
zuständiger Verantwortungsträger wirklich anders, wenn du weißt, du hast irgendwo so eine Baustelle und kannst sie nicht richten, weil da das Geld fällt. Deshalb bin ich ja trotz aller Nebengeräusche sehr froh, dass wir diesen Abschnitt jetzt einmal fertig haben. Natürlich stehen noch zahlreiche andere Wege an. Wir haben ein riesiges Straßennetz in der Gemeinde, teilweise Gemeindewege, teilweise andere Wege, ländliches Wegenetz und. Aber der Fakt ist, der Bürger hat ein Recht darauf, sich sicher zu bewegen, egal ob er zu Fuß oder mit dem Radl oder mit einem E-Scooter inzwischen oder mit dem Auto unterwegs ist. Und unterm Strich, wenn wir zuständig sein, kommen wir aus der Verantwortung nicht raus. Das heißt, wir müssen reagieren. Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen oder können wir... Ich möchte zum Schluss noch ansagen, einmal von meiner Seite, zumindest schon die ganzen, was die Jahre, das ist ja gar nicht so wenig jetzt von der Zeitspanne her gewesen, danke zu sagen, das ist der Bauamtsleiter Drummel, der sicherlich einige Tage, Wochen mit den ganzen Berechnungen, beziehungsweise Berechnungen nicht, mit den Erhebungen zu tun hat gehabt. Die Wegobmänner, die Grundbesitzer, die Abteilung 3 und 10, Firma Seibold, Swietelski, die wirklich auch geschaut haben, dass das termingerecht, was vereinbart war, gelaufen ist. Aber vorwiegend genommen möchte ich außerdem die Grundbesitzer, wenn wir den nicht mitgespielt hätten, wäre das nicht so drüber gegangen. Das von meiner Seite her. Danke. Gut, danke. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann darf ich den Antrag stellen. Aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde vom 15. November ergeht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der ursprüngliche Finanzierungsplan vom 10. November 2020 zum Vorhaben Sanierung Dohlingweg gemäß den erläuterten Investitionsaufwand und Finanzierungsplan geändert wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dann Punkt B, Aufnahme des Regionalfondsdarlehens, Bericht und Beschlussfassung. In der Sitzung des Gemeinderats vom 10. November 2020 wurde eben der Finanzierungsplan für das Vorhaben Sanierung Dohlingweg beschlossen und von der Aufsichtsbehörde mit Schreiben 13. April 2021 genehmigt. Der Finanzierungsplan sieht für die Restfinanzierung die Aufnahme eines Regionalfonddarlehens vor. In Absprache mit der Revision Abteilung 3 wurde festgelegt, dass der Antrag auf Aufnahme eines Regionalfonddarlehens erst gestellt wird, wenn die konkreten Kosten vorliegen. Aufgrund der Baupreissteigerungen und zusätzlichen Maßnahmen wird der Finanzierungsplan und die Höhe des aufzunehmenden Regionalfonddarlehens mit Beschluss des Gemeindevorstands vom 15. November 2023 sowie des Gemeinderats vom 30. November 2023 geändert. Die Fertigstellung der Sanierung erfolgt im November 2023 und nun wird auf Grundlage der vorliegenden Angebote für die Fertigstellung des Weges der Antrag zur Regionalfonddarlehen gestellt. Der Dohlingweg ist gemäß Verordnung aus dem Jahr 2019 als Verbindungsstraße deklariert und entspricht somit den Richtlinien des Regionalfonds. Die Verzinsung liegt aktuell gemäß Richtlinie bei 0,3%. Die Auszahlung des Darlehens wird vermutlich erst Anfang 2024 erfolgen, daher ist die Rückzahlung ab dem Jahr 2025 schlagend und wurde auf 8 Jahre beantragt. Der Gemeinderat möge die Aufnahme des Regionalfonddarlehens mit einem Betrag von 282.500 zur Ausfinanzierung des Vorhabens Sanierung Dohlingweg gemäß geänderten Finanzierungsplan vom 30. November sowie den Abschluss einer Fördervereinbarung mit dem Land Kärnten gemäß der Richtlinie der Kärntner Regionalfonds für die Vergabe von Förderkrediten seine Zustimmung erteilen. Gibt es dazu Ergänzungen oder Wortmeldungen? Herr Bürgermeister, mit welchen Mitteln finanzieren wir den Kredit ab? Das sind BZ-Mittel, ja. Genau. Bitte, Herr Finanzverwalter. Also die Refinanzierung des Regionalfonddarlehens hat mit BZ-Mitteln zu erfolgen. Der Beginn der Rückzahlung ist jetzt entweder 2024 oder 2025 auf 8 Jahre beantragt. Das heißt, mit 8 Jahresraten ab 2024 bzw. 2025 wird das Darlehen dann refinanziert. Das heißt, in den zukünftigen BZ-Rahmen sind diese Mittel bereits gebunden. Wie hoch ist die Rate jährlich? Die Rate ist jetzt in Abstimmung mit der Abteilung 3 von 2024 bis 2030 jeweils 33.600 und im Jahr 2031 wären das 50.300 Euro. Weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Nun darf ich den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 15. November, der Gemeinderat wolle beschließen, dass die Aufnahme des Regionalfonddarlehens mit einem Betrag von 282.500 zur Ausfinanzierung des Vorhabens Sanierung Dohlingweg gemäß geänderten Finanzierungsplan vom 30. November
23 sowie der Abschluss einer Fördervereinbarung mit dem Land Kärnten gemäß der Richtlinie des Kärntner Regionalfonds für die Vergabe von Förderkrediten genehmigt werden. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dankeschön. Dann kommen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 9. Darf in diesem Zusammenhang die anwesenden Kommandanten der heimischen Feuerwehren und Stellvertreter recht herzlich begrüßen, die natürlich mit großem Interesse diesen Tagesordnungspunkt erwartet haben. Es geht um die Freiwillige Feuerwehr Würmlach, Ankauf eines Kleinlöschfahrzeuges, Bericht und Beschlussfassung. Mit Schreiben vom 20. Juni 2022 an die Marktgemeinde hat die FF Würmlach ersucht, das bestehende KLF mit Erstzulassung Juli 1993 auszutauschen und die Anschaffung eines neuen KLFA in die Wege zu leiten. Das aktuelle Fahrzeug weist bereits wesentliche Mängel sowie steigende Reparaturkosten auf und ist in absehbarer Zeit nicht mehr einsatztauglich. Nach dem Austausch der Kleinlöschfahrzeuge der FF St. Jakob im Jahr 14, der FF Weidenburg im Jahr 15 und der FF Lars 17 wird nun der letzte Mercedes Sprinter dieser Serie ausgetauscht. Seitens der Marktgemeinde Kötschermauden wurde ein entsprechender Vorantrag an den Kärntner Landesfeuerwehrverband gestellt. Im Mai 2023 hat mit dem Kärntner Landesfeuerwehrverband eine Aufbaubesprechung stattgefunden, um das anzukaufende Fahrzeug zu präzisieren und daraus resultierende definitiven Fahrzeugkosten zu ermitteln. Gemäß Kostenaufstellung liegen die Gesamtkosten bei 177.306 Euro. Durch die Kameradschaft der FF Würmlach werden Kosten von rund 14.530,80 für die Zusatzausstattung und Sonderwünsche übernommen und somit verbleibt ein Betrag von rund 162.775,20 bei der Marktgemeinde. Die genaue Aufteilung der Kosten erfolgt in Abstimmung mit der FF-Kameradschaft im Zuge der Bestellung des Fahrzeugs. Mit Schreiben vom 15. Juni wurden der Marktgemeinde Kötschermauden die Kostenaufstellung und die beschlossenen Fördersätze mitgeteilt. Die Basisförderung beträgt 45.200, dann gibt es die 5B-Förderung mit 21.300, ergibt eine Gesamtförderung durch den Kärntner Landesfeuerwehrverband von 66.500. Bis 30. September ist der Förderantrag mit dem Beschluss des Gemeinderats und dem Finanzierungsplan an den Kärntner Landesfeuerwehrverband zu übermitteln. Eine entsprechende Fristverlängerung, weil wir zu dem Zeitpunkt keine Gemeinderatssitzung gehabt haben, wurde mit dem KLF, mit dem Kärntner Landesfeuerwehrverband vereinbart. Abzüglich der Förderung verbleibt ein Betrag von rund 97.000 zur Finanzierung bei der Marktgemeinde, welcher über noch freie BZ-Mittel in Höhe von 78.000 aus dem Jahr 2019, das ist ein Guthaben aus dem WLV-Projekt Lammergraben-Lasserbach, sowie noch freie BZ-Mittel in Höhe von 7.000 aus dem Jahr 2021 und mit 12.000 aus freien BZ-Mittel 2022 finanziert werden soll. Gut, das ist einmal das. Genau, den Antrag haben wir fristgerecht gestellt im Vorantrag. Das heißt, es geht jetzt darum, diesen Beschluss zu fassen, damit wir rechtzeitig in die Abwicklung kommen. Gibt es von Seiten des Finanzverwalters Ergänzungen? Nein. Gibt es Fragen oder Wortmeldungen, Herr Vizebürgermeister? Ja, sehr hoher Gemeinderat, sehr geehrter Bürgermeister, ich möchte schon dazu sagen, dass man heutzutage mit 30-jährigen Fahrzeugen einfach nicht mehr der Zeit entspricht. Und wir haben, wie in letzter Zeit auch gesehen, sei es noch das Feld, unser 5000er Tank hat sich dort wirklich sehr bewährt. Und es ist einfach so, wir waren beim Landesfeuerwehrtag und da war ein Universitätsprofessor von der BOKO anwesend und dort ein Referat gehalten. Und da hat er gesagt, was uns erwartet in den nächsten Jahren mit diesem Klimawandel. Also es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass die Feuerwehren in einem top ausgerüsteten Zustand sind. Und wenn man weiß, wie die Gemeinde Kötschach oder die Feuerwehren der Gemeinde Kötschach sehr sparsam und wirklich effizient mit den Mitteln arbeiten, möchte ich den Antrag sehr unterstützen und euch bitten, auch dem entsprechend auch zu unterstützen. Danke. Dankeschön. Wir haben heute Vormittag eine kurze Besprechung gehabt mit unserem Bautechniker, der ja gleichzeitig auch Landesfeuerwehrkommandant ist, der natürlich die ganzen Themen, die Feuerwehren betreffen, hautnah mitbekommt, aus der anderen Sicht natürlich auch. Er hat gesagt, dass der Tank 5000 zum Beispiel, den wir jetzt ja schon im Bestand haben, der kostet 370.000 Euro für die Marktgemeinde, weil wir rechtzeitig bestellt haben und weil natürlich die heimischen Feuerwehren oder Feuerwehrkameradinnen und Kameraden auch sehr, muss man sagen, im Sinne der Gemeinde ihre Aufbauten planen, dass man da nicht irgendwo seine
packen, was kein Mensch braucht oder was einfach ein Wunschdenken ist. Das komplett gleiche Fahrzeug steht in Klagenfurt und kostet das doppelte Geld, weil sie einfach irgendwas drin haben, was, ja, muss sie brauchen. Genau. Also da möchte ich mich auch bedanken, wirklich bei allen Feuerwehrkommandanten und Verantwortungsträgern in der Zeit, wo ich halt zuständig bin, dass wir wirklich geschaut haben, auch wenn wir tatsächlich gute Investitionen jetzt schon getätigt haben in den 2-3 Jahren, dass wir trotzdem immer am Boden bleiben und schauen, dass wir wirklich nur Sachen anschaffen, die was wirklich gebraucht werden, die dringend sein und nicht irgendwelche Sonderwünsche, die dann irgendwo stehen und kein Mensch interessieren, herumstehen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Bürgermeister, wenn jede Feuerwehr ein neues Fahrzeug erhalten könnte, hat, ich sage im Jumlach richtig, dass er ein neues noch 30 Jahre kriegt. Und zumal es keine Belastung für die Gemeinde ist, so wie das jetzt vorgetragen ist, begrüße ich das. Nur eine Frage stelle, welches Fahrzeug ist das nächste? Die LS Kitscher. Kann das stehen? Ja, LS Kitscher. Okay. Wenn wir schauen. Das weiß niemand, was in Zukunft passiert. Bitte, keine Zwischenrufe. 3 Jahre. Ja. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Es ist nicht keine Belastung für die Gemeinde. Wir müssen natürlich das Geld aufbringen. Zum Glück haben wir es noch aus alten Reserven. Das Geld kann man natürlich auch für andere Sachen einsetzen. Und wie wir in 2 Wochen hören werden, ist es für die Zukunft, für die nächsten 1-2 Jahre fast unmöglich, irgendwelche Projekte zu planen. Sind wir froh, dass wir gewisse Sachen rechtzeitig veranschlagt haben, dass wir die Mittel noch haben. Viel wird die nächsten Jahre wahrscheinlich in dem Bereich oder in vielen Bereichen nicht möglich sein, außer es gibt Erkenntnisse auf Bundes- und Landesebene, die die Gemeinden wieder etwas mehr Spielraum geben. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir zum Glück 1-2 Sachen noch fürs nächste Jahr schon rechtzeitig eingeleitet haben. Gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Vizebürgermeister? Ja, von meiner Seite auch, die Zuhörer von der Freiwilligen Feuerwehr, herzliches Grüß Gott. Darf mich an dem gleich als Referent für Hochwasserschutz noch einmal Danke sagen für den letzten Einsatz. Hochwassereinsatz in Kötschach-Mauthen, Gott sei Dank haben wir ja nur ein, unter Anführungszeichen, 5-jähriges Hochwasser gehabt, aber trotzdem an gewissen Punkten, die bereits bekannt sind, vor allem der Feuerwehr und auch uns in der Gemeinde, immer wenn an den gleichen Punkten, wo natürlich auch dringende Hochwasserschutzmaßnahmen in Zukunft notwendig werden. Und da sind wir schon wieder bei dem Punkt, bei dem Thema der Finanzierung oder Finanzierungen in Zukunft. Es stehen Schießhütten-Forstgartenbuch mit 2,5 Millionen an, Kötschacherbuch über 3 Millionen. Das sind schon Zahlen, die nicht so einfach zu bewältigen sind. Trotzdem ist es wichtig, glaube ich, das letzte KLF jetzt in Kötschach zu tauschen. Ich glaube, meine Vorredner haben das eh schon gesagt. Ich bin froh, dass ich nicht nur beim Dolingweg einmal überziehen muss, sondern auch da von einem BLV-Projekt hoch die 70.000 Reserven für das zur Verfügung stellen können wir in der Gemeinde. Also immer schließt man nicht mit Minus, oft einmal mit Plus auch. Und wünsche der Feuerwehr Würmlach mit KLF natürlich alles Gute und eine unfallfreie Fahrt. Danke. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen. Aufgrund des einstimmigen Beschlusses vom 5. Oktober stellt der Gemeindevorstand den Antrag. Der Gemeinderat wolle beschließen, dass das KLFA der FF Würmlach mit einem Betrag von rund 97.000 Euro angekauft werde. Dieser Betrag soll über noch freie BZ-Mittel in Höhe von 78.000 aus dem Jahr 19 sowie noch freie BZ-Mittel in Höhe von 7.000 aus dem Jahr 21 und mit 12.000 aus freien BZ-Mittel 22 finanziert werden. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dankeschön. Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 10, Kärntner Volkskultur, Abschluss eines Fördervertrages. Am Sonntag, 24. September, veranstaltet die Agentur DICA im Rahmen des zweitägigen 25. Käsefests die Kärntner Volkskultur in Kötschach-Mauthen. Die Agentur übernahm die Organisation eines musikalisch umrahmten ökumenischen Gottesdienstes mit anschließendem Bürgermeisterempfang sowie ein Platzlsingen mit Kunsthandwerksvorführungen. Dabei handelt es sich um den 5. und damit letzten Termin der Veranstaltungsserie Kärntner Volkskultur,
Die Gemeinde Kötschau-Mauthen unterstützt diese Veranstaltung in Absprache mit dem Land Kärnten mit einem Pauschalbetrag von 12.500 als Beitrag zu dieser volkskulturellen Maßnahme. Dazu ist eine nachstehende Fördervereinbarung abzuschließen. Also wir haben das Geld wieder als BZ-Mittel speziell für diese Veranstaltung bekommen und dienen praktisch als Fördergeber. Es hat 5 Veranstaltungen gegeben, von Heiligenblut bis Kötschau-Mauthen als Abschlussveranstaltung zum Jahr der Volkskultur. Und ich denke, das heurige Käsefest, das 25. Käsefest, war wirklich für jeden, der dabei war, eine großartige Veranstaltung. Wir haben sicher vor allem am Sonntag Besucherrekorde geknackt. Alle Aussteller, die da waren, haben wirklich aus meiner Sicht gut zum Tun gehabt. Viel Frequenz gehabt, auch durchwegs positive Rückmeldungen, und ich möchte mich in dem Zusammenhang noch einmal bei allen bedanken, sei es Mitarbeiter, sei es Akteure, sei es Aussteller, auch Sponsoren, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, was ja nicht so einfach war, nach 3 Jahren Pause wieder und dann mit neuem Team, mit neuen Grundvoraussetzungen wieder aus dem Boden zu stampfen. Gut, ist im Endeffekt eine Formsache. Gibt es dazu irgendeine Wortmeldungen? Sehe ich nicht und darf ich den Antrag stellen. Aufgrund des einstimmigen Beschlusses, Gemeindevorstand vom 5. Oktober, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil des Antrags bildende Fördervertrag abzuschließen zwischen der Marktgemeinde Kötschau-Mauthen und der Agentur DK Werbe und Marketing GmbH Fischergasse 12 8700 Leoben genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11, Pfarre St. Jakob im Lesachtal, Abschluss eines Fördervertrags. Mit Schreiben vom 11. September hat die Pfarre St. Jakob um eine finanzielle Unterstützung für die Sanierung der Außenfassade der Pfarrkirche St. Jakob in Lösachtal im Zuge der 500-Jahr-Feier angesucht. Als Unterstützung soll die Weitergabe von 7.000 Euro Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens gemäß Schreiben Landesrat Fellner vom 6. September 2023 erfolgen. Für die Weitergabe der Fördermittel ist der gegenständliche Fördervertrag abzuschließen. Gibt es dazu irgendwelche Wortmeldungen? Ist im Endeffekt eine Weitergabe von Kirchen-BZ. Ich sehe keine Wortmeldungen. Dann darf ich. Ja, ich muss ja schnell einen Antrag stellen. Darf ich einen Antrag stellen? Aufgrund des einstimmigen Beschlusses vom 5. Oktober, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil des antragsbildenden Fördervertrags abzuschließen zwischen der Marktgemeinde Kötschau-Mauthen und der Diözese Gurk, Marianengasse 2. Genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dann kommen wir zu einem Fördervertrag, Tagesordnungspunkt 12, Verein Soviel-Mehr Kötschau-Mauthen, Abschluss eines Fördervertrags. Am 23. und 24. September 2023 fand das 25. Käsefestival in Kötschau-Mauthen statt. Veranstaltet und durchgeführt wurde das Käsefest von der Marktgemeinde Kötschau-Mauthen und dem Verein Soviel-Mehr Kötschau-Mauthen. Die Marktgemeinde Kötschau-Mauthen hat diese Veranstaltung bisher mit einem Betrag von 6.100 unterstützt. Der finanzielle Beitrag an den Verein Soviel-Mehr Kötschau-Mauthen, welcher auch die finanzielle Abwicklung durchgeführt hat, soll in diesem Jahr 2023 auf 10.000 angehoben werden. Gleichzeitig wurden von Landesrat Ingenieur Fellner weitere 10.000 für das Käsefest 23 in Aussicht gestellt. Die Weitergabe dieser Mittel wird vorbehaltlich der definitiven Zusicherung durch den Landesrat vereinbart und durchgeführt. Für die Weitergabe der Fördermittel ist der gegenständliche Fördervertrag abzuschließen. Dazu vielleicht zur Ergänzung. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben ja das Käsefest mehr oder weniger neu erfunden mit neuen handelnden Personen, auch mit einigen Neuerungen in der Abwicklung. Als besondere Schwierigkeit hat sich in dem Jahr herausgestellt, dass sehr viele der bisherigen Großsponsoren, die wir über Jahre gehabt haben, sehr zurückhaltend waren. Also es hat sich bei vielen Bereichen einfach die Ertragssituation geändert. Deshalb sind die Sponsoren teilweise abgesprungen oder haben teilweise weniger gegeben als in den Jahren davor, was aufgrund der Inflation natürlich doppelt wehtut, weil wenn sie vor 4 Jahren 5.000 Euro gegeben haben, hätten sie jetzt eigentlich, wenn man die Inflation bereinigt, 6.000 oder 7.000 Euro geben müssen, um den gleichen Gegenwert zu leisten, sind aber teilweise mit den Förderzusagen zurückgegangen. Also noch weniger, nicht einmal eine Inflationsanpassung. Und dadurch haben wir einfach gesehen, dass es eng wird in der Finanzierung, weil so eine Veranstaltung kostet sehr viel Geld. Es sind sehr viele Teilnehmer, es ist sehr viel an Vorbereitung, an Marketingarbeit zu leisten. Angefangen von Sonderzug über den Gratis-Shuttle durch den ganzen Bezirk, wo wir überall gewisse Beiträge natürlich leisten haben müssen, damit das funktioniert. Und wir haben, ich habe mich dann mit dem Landesrat Fellner eben unterhalten, weil ich gesagt habe, wir werden wahrscheinlich etwas mehr Geld brauchen. Erstens Jubiläumsveranstaltung, zweitens wieder
Erfindung des Käsefests und der hat mir damals zugesagt, er gibt uns das, was die Gemeinde gibt, maximal 10.000 Euro und deshalb haben wir natürlich den Betrag gewählt und wie wir gesehen haben, in der Ausfinanzierung der Veranstaltung war das gut so, damit wir eben das wirklich mit einer schwarzen Null durchbringen. Gut, gibt es dazu Fragen? Nein, sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen. Aufgrund des einstimmigen Beschlusses vom 5. Oktober, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende einen wesentlichen Bestandteil des Antrags bildet, einen Fördervertrag abzuschließen zwischen der Marktgemeinde Kirchschach-Mauten und dem Verein Supermeer Kirchschach-Mauten genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Dankeschön. Ich darf mich bei allen noch einmal recht herzlich bedanken, die bei dieser tollen Veranstaltung mitgewirkt haben. So, dann haben wir 13, Bergbahnen Kirchschach-Mauten, Abschluss eines Fördervertrags. Für die Sportinfrastruktur Bergbahnen Kirchschach-Mauten Freizeitanlagen GmbH und KUK AG wurde von Landesrat Ingenieur Fellner eine finanzielle Unterstützung für die Jahre für das Jahr 23 und 24 von jeweils 25.000 BZ-Mittel gewährt. Dazu ist eben wieder ein Fördervertrag abzuschließen. Gibt es dazu Fragen? Das ist hier immer wiederkehrend. Sehe ich nicht. Dann stelle den Antrag aufgrund des einstimmigen Beschlusses. Herr Bürgermeister. Bitte. Achso, Entschuldige. Wie schaut das überhaupt mit dem Lift aus? Jährlich 25.000, wie ist der Weiterbestand? Das ist eine Frage, die wir im Zuge der nächsten Sitzungen besprechen werden müssen, weil wir natürlich jede einzelne freiwillige Leistung, die die Gemeinde oder auch das Land bisher gewährt hat, massiv diskutieren werden. Ich bin mir sicher, dass das Land auch gewisse Sachen in Frage stellen wird. Bergbahnen ist eine private Firma. Wir unterstützen das seit vielen Jahren, meistens mit der gleichen Summe. Ab und zu gibt es Sonderfinanzierungswünsche, wenn sie irgendwelche Anlagen tauschen müssen. Meines Wissens nach gibt es sehr intensive Gespräche mit dem Nassfeld, dass jetzt im Zuge der Bereinigungen, was die Nassfeldanteile betrifft und so weiter, dass so wie das Gitschtal oder die Bergbahnen Weißbrach auch die Bergbahnen Kirchschach-Mauten wieder in eine Kooperation oder in den Schoß des Mutterschiffs Bergbahnen Ausfeld irgendwie eingegliedert werden sollen. Ob das gelingt oder nicht, müssen die verhandlungsführenden Personen klären. Wir werden natürlich alles tun, dass es gelingt, weil einfach die gegenseitigen Effekte sinnvoll wären. Wir hätten einen großen Skibetrieb, der einfach gewisse Leistungen übernehmen kann und eine gewisse Sicherheit gibt. Andererseits braucht ein Ausfeld auch die Zulieferer, die kleinen Skigebiete, vor allem für den Nachwuchs, für den Skinachwuchs. Es gibt auch sehr gute Kooperationen mit dem Nassfeld, wo gratis Skitage für die Schulen angeboten werden, wo man auch in Kirchschach gewisse Veranstaltungen durchführt, natürlich immer schneeabhängig. Momentan ist die Lage einmal so, das war im letzten Jahr auch schon so, dass der Schlepplift in Laas nicht mehr in Betrieb ist und wahrscheinlich auch nicht mehr in Betrieb gehen wird. Die Seilbahn hat noch eine Konzession bis 2030, also der Sessellift. Und der Fokus liegt sicher für die momentane Situation auf den Erhalt des Gebietes, vor allem für die Kleinen und die Skianfänger, dass man einfach dort zumindest eine Grundvoraussetzung schafft, dass Kinder und Urlauber da das Skifahren lernen können und da mitten im Ort ein nettes kleines Skigebiet haben. Inwieweit die Zukunft ab 2030 ausschaut, kann ich nicht sagen. Und wie die Förderkulisse im Hintergrund ausschauen wird. Gut so. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Sehe ich nicht. Dann, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 5. Oktober, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil des Antrags bildende Fördervertrag zwischen Marktgemeinde Kirchschach-Mauten und den Bergbahnen Kirchschach-Mauten Freizeitanlagen GmbH und KUK AG Gelberg 3 genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 14, Schulgemeindeverband Hermagor, Abschluss eines Fördervertrags. Die gegenständliche Vereinbarung regelt die Förderung von Personalkosten, die dem Schulgemeindeverband Hermagor für Beschäftigung der administrativen Assistenzen an allen Standorten der Mittelschulen anfallen. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung fungiert die Marktgemeinde Kirchschach-Mauten als Auszahlungsstelle für das Land Kärnten für Aufwände, die in Schulsprengeln der Mittelschulen Hermagor und Lesachtal anfallen.
Aufgrund der umfangreichen umzusetzenden administrativen Maßnahmen im Bereich der Pflichtschulen, zu deren Erbringung die Schulerhalter aufgrund landesgesetzlicher Bestimmungen verpflichtet sind, ist in den Mittelschulen Hermagor und Kirchhoff-Mauthen sowie geplant ab Schuljahr 23/24 in der Mittelschule Lesachtal mit angeschlossener Volksschule der Einsatz von Verwaltungsassistenten vorgesehen. Diese unterstützen die dortige Verwaltung des Schulgemeindeverbands gemäß den gesetzlichen Erfordernissen laut Kärntner Schulgesetz. Die Finanzierung erfolgt in Anlehnung an die Zusicherung des Landesrates für Bildung nach den Schulerhalter und Verwaltungsassistenten über den Verein Bildungsland Kärnten zur Verfügung gestellt werden. Also auch das dienen wir nur als auszahlende Stelle. Belastet das Gemeindebudget nicht. Gibt es dazu irgendwelche Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich einen Antrag stellen. Aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 9. November ergeht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil des Antrags bildende Fördervertrag abzuschließen zwischen der Marktgemeinde Kirchhoff-Mauthen und dem Schulgemeindeverband Hermagor, Hauptstraße 44, 6120, genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenprobe einstimmig angenommen. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 15, raumplanerische Maßnahmen, Änderung des Flächenwidmungsplans, Aufhebung, Aufschließungsgebiet, Grundstücksparzelle 1079 und 1079-10, KG Würmlach. Herr Walter Turner, 9640 Würmlach, stellte mit Schreiben vom 6. Juli den Antrag, das Aufschließungsgebiet der Grundstücksparzelle 1079-10 KG Würmlach aufzuheben, da auf diesem Grundstück im Bereich des bereits asphaltierten Stellplatzes ein Carport errichtet werden soll. In diesem Zuge wurde von der Bauabteilung festgestellt, dass das westlich angrenzende Grundstück, Grundstücksparzelle 1079-9 KG Würmlach, ebenfalls als Aufschließungsgebiet festgelegt ist, obwohl dieses Grundstück bereits bebaut ist. Die Baubewilligung für das auf diesem Grundstück bestehende Gerätelager wurde im November 2002 erteilt. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte das Kundmachungsverfahren zur Änderung des Flächenwidmungsplanes und der Festlegung von Aufschließungsgebieten im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Kirchhoff-Mauthen. Irrtümlicherweise wurde im Zuge dieses Verfahrens dieses Grundstück als Aufschließungsgebiet festgelegt, obwohl bereits eine rechtskräftige Baubewilligung für die Errichtung eines Gerätelagers vorlag. Um dies richtigzustellen, wurde der Antrag zur Aufhebung des Aufschließungsgebiets für das Grundstück 1079-10 KG Würmlach nun auch als Anlass genommen, von Amts wegen auch das Aufschließungsgebiet auf Grundstücksparzelle 1079-9 aufzuheben. Die Kundmachung für die Aufhebung des Aufschließungsgebietes wurde in der Zeit vom 20. Juli bis 17. August öffentlich an der Anschlagtafel angeschlagen, auf der Homepage der Marktgemeinde Kirchhoff-Mauthen und im elektronischen Amtsblatt kundgemacht, sowie den angrenzenden Gemeinden und den in Betracht kommenden gesetzlichen Interessensvertretungen übermittelt. In der Kundmachungsfrist langten keine negativen Stellungnahmen ein. Von folgenden Stellen wurde in der Kundmachungsfrist mitgeteilt, dass kein Einwand erhoben wird. Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 12, Wasserwirtschaft, mit dem Hinweis, dass auf Grundstücksparzelle 1079-9 KG Würmlach mit einer Beeinträchtigung durch Oberflächenwasserabfluss zu rechnen ist. Zur Vermeidung von Schäden wird empfohlen, im Bauverfahren den geltenden Richtlinien, Bauvorschriften, OEB-Richtlinien entsprechende Auflagen zum Schutz von Oberflächenwasser vorzuschreiben. Von der Bezirksforstinspektion, von AWB, von Außenbauer Grid AG. Die Stellungnahmen liegen beim gegenständlichen Akt für die Aufhebung des Aufschließungsgebietes in der Bauabteilung zur Einsichtnahme auf. Die rechtliche Grundlage zur Aufhebung von Aufschließungsgebieten findet sich in § 25 und § 41 in Verbindung mit § 38 des Kärntner Raumordnungsgesetzes in der derzeit gültigen Fassung. Die Entsprechung dieser gesetzlichen Bestimmungen hat der Gemeinderat die Festlegung von Bauland als Aufschließungsgebiet aufzuheben, wenn die Aufhebung den im örtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Zielen der örtlichen Raumplanung nicht widerspricht, zweitens das Aufschließungsgebiet im Anschluss einer bestehenden Bebauung gelegen ist und drittens die Gründe für die Festlegung weggefallen sind. Die betreffenden Grundstücke 1079-9 und 1079-10 bei der KG Würmlach, bei denen vom Gemeinderat die Bezeichnung Aufschließungsgebiet aufgehoben werden soll, weisen eine Gesamtfläche von 1707 Quadratmeter auf. Im Zuge der Vorprüfung wurde festgestellt, dass sämtliche Voraussetzungen zur Aufhebung vorliegen, weshalb das aufgehoben werden kann. Da es sich um eine zusammenhängende Grundfläche im Ausmaß von 1707 Quadratmeter handelt, bedarf die Freigabe des Aufschließungsgebietes keiner Genehmigung der Landesregierung. Gibt es dazu Wortmeldungen, Herr Gemeinderat Turner? Ja, Herr Bürgermeister, die Baubewerber sind schon zuvor gekommen und der Gemeinderat ist zu spät. Komm passieren. Geschwindigkeit ist nicht unbedingt immer wichtig. Ja, Vizebürgermeister. Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, ich bin eigentlich nichts gewählt sagen, aber jetzt muss ich sowas sagen. Im Grundsatz, die Aussage von Gemeinde Turner stimmt, aber das ist oft einmal nicht der Einzelfall.
im Gemeinderat. Aufgrund der Ausführungen von der WLV bzw. Wasserwirtschaft, Oberflächensituation, dass da in dem Bereich schon dringend und sehr Besprechung zwischen ersten Vizebürgermeister, Straßenverwaltung und mir geben, dass in dem Bereich dringend wegen Oberflächenwasser auch Maßnahmen unternommen werden sollten. Im Bereich Dullingweg haben wir das jetzt gemacht, dass die Längsverrohrungen direkt abgeführt wird oder über die Längsverrohrungen und da unten im Ausflussbereich über den Sickerschacht, wo die Gemeindestraße war, dringend notwendig, da zu entwässern mit irgendeiner Maßnahme. Wobei natürlich von den Oberliga-Grundstücken auch einiges um Wasser kommt, das dringend auch geregelt werden sollte, wo das Wasser hinkommt, dass das im Unterbereich nicht noch mehr Schäden verursacht oder zusätzliche Schäden. Mhm. Gut, danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses vom 5. Oktober, der Gemeinderat wolle beschließen, dass die im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil des Antrags bildende Verordnung für die Aufhebung der Bezeichnung Aufschließungsgebiet für die als Bauland-Gewerbegebiet gewidmeten Grundstücke 1079-9 und 1079-10, beide KG Würmlach, im Gesamtausmaß von 1707 Quadratmeter genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme, einstimmige Annahme. Dann haben wir öffentliche Straße und Wege, Grundstücksangelegenheiten, Wilfried Brünster, Abschluss eines Kaufvertrags, Bericht und Beschlussfassung. Mit Herrn Wilfried Brünster, 9640 Kürtschach 49 und der Marktgemeinde Kürtschach Mauten, vertreten durch Herrn Bürgermeister Zoppot, wurde im Jahr 21 eine Optionsvereinbarung befristet bis 31. Dezember 24 über den Kauf von Grundstücken 644, 645, 649 1 und 2329 alle KG Kürtschach getroffen. In der Sitzung des Gemeindevorstands vom 9. März 23 wurde vereinbart, dass die Optionsvereinbarung eingelöst und die Grundstücke angekauft werden sollen. In der Sitzung des Gemeindevorstands am 9. November wurde der Kaufvertrag genehmigt, in dem auch das angrenzende Grundstück 2256-10 KG Kürtschach hinzugenommen wurde. Mit der Vertragserrichtung wurde das Notariat Kürtschach-Mauten beauftragt. Der Kauf des Grundstücks soll über die Rücklage der Marktgemeinde Kürtschach-Mauten finanziert werden. Es geht um eine Fläche von gesamt 7.602 Quadratmeter. Ich glaube, haben wir in den diversen Gremien ausführlich diskutiert. Wir haben die Option eingelöst, weil es einfach auch indexiert war. Das heißt, es wird dann mit der Zeit ja auch nicht billiger, wenn wir erst nächstes Jahr handeln würden. Zur Bedeckung haben wir uns jetzt dazu entschieden, die Rücklage aus dem letzten Grundstücksverkauf zu nehmen, weil wir eine andere Bedeckung momentan aufgrund der herrschenden finanziellen Situation in Absprache mit der Gemeindeaufsicht für nicht durchführbar bzw. nicht sinnvoll erachtet haben. Gibt es dazu Wortmeldungen oder Fragen? Sehe ich nicht, doch. Herr Vizebürgermeister? Ja, ich glaube, dass das eine wichtige Entscheidung auch vom Gemeindevorstand jetzt war und jetzt für den Gemeinderat auch die Flächen anzukaufen, weil die Marktgemeinde mit den Verkäufen der Flächen so Richtung APKM unten keine Gewerbegründe mehr hat, wenn irgendwer sich ansiedeln möchte. Und die Rücklage ist, glaube ich, sinnvoll dafür zu verwenden. Das war ja im Gemeindevorstand Turner damals und mein Anliegen, dass die Rücklage für sowas in Zukunft hergenommen werden sollte oder zweckgewidmet hergenommen werden sollte, wobei sicherlich noch das ganze Grundstück herzurichten ist. Über das muss man sich ja noch Gedanken machen im Vorstand. Wasser, Kanal, Strom und so weiter. Also kommt da noch was auf uns zu, aber trotzdem, so wie der Bürgermeister schon gesagt hat, es wird nicht billiger, sondern nur noch teurer. Und die Option besteht ja nicht immerwährend, sondern hat ein Ablaufdatum, also gehört sie auch gezogen. Mhm. Gut, gibt es auch da Wortmeldungen? Ja. Hinterreik. Genau. Hinterreik. Zwischen Bahnhof und Modine. Modine halt, ja. Also IPK inzwischen. Eco, Modine, IPK. Inzwischen sollte man aus Gründen der Wertschätzung gegenüber den heimischen Unternehmern eigentlich nur mehr IPK sagen. Alles andere ist Geschichte. Stimmt, ja. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Grund des einstimmigen Beschlusses, Kaufpreis vielleicht noch. Was haben wir denn? Der Kaufpreis beträgt 138.090,33 Euro.
Genau. Für 7602 Quadratmeter. Ich stelle den Antrag, der aufgrund des einstimmigen Beschlusses vom 9. November 2023 der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil des Antrags bildende Kaufvertrag abzuschließen zwischen Marktgemeinde Kütschach-Mauthen und Herrn Wilfried Brünster genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme, Einstimmung angenommen. Und dann haben wir noch Tagesordnungspunkt 17, Glasfaser in Kütschach-Mauthen, BOP-Standort, Abschlussvertrag mit Breitbandinitiative Kärnten. Für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Marktgemeinde Kütschach-Mauthen wird seitens der Breitbandinitiative Kärnten ein zentraler Standort, um die zentrale Technik unterzubringen, benötigt. Haben wir auch schon mehrfach darüber berichtet, der sogenannte BOP, Point of Presence. Dieser wurde nach mehreren Abstimmungsgesprächen mit der Breitbandinitiative Kärnten nördlich der Volksschule im Grünbereich westlich des Parkplatzes gewählt. Unter Berücksichtigung eines Mindestabstands von mindestens 3 Metern zum Schulgebäude, um ein Zufahren mit speziellen Einsatzfahrzeugen zu gewährleisten, wurde dieser Standort von der ausführenden Baufirma DBB vermessen und abgesteckt. Für den Standort, die Errichtung und die Wartung wird zwischen der Breitbandinitiative Kärnten GmbH und dem Grundeigentümer der Marktgemeinde Kütschach-Mauthen Immobilien KG ein Bestandsvertrag abgeschlossen. Die Arbeitsgruppe Bildungs- und Betreuungsentwicklung, Glasfaser und Photovoltaikanlagen der Marktgemeinde Kütschach-Mauthen hat die Positionierung und die Vereinbarung am 7. September 2023 positiv behandelt. In der Zwischenzeit wurde mit dem Bau des BOP-Gebäudes nördlich der Volksschule begonnen und auch großteils fertiggestellt. Der Bestandsvertrag ist uns von der Breitbandinitiative sowie allen anderen Gemeinden, die in diesem Ausbauprojekt drin sind, das sind insgesamt 7 Gemeinden, die in diesem Projekt mit im Bord sind, ausgehändigt. Es geht darum, dass wir praktisch das Grundstück zur Verfügung stellen mit einem Bau- oder mit einem Bestandsvertrag. Die ganze Wartung und das alles, was dazugehört, wird durch die Breitbandinitiative bzw. die KELAG selber gewährleistet. Und das Objekt kann dann auch noch irgendwie verschönert werden. Es war gewünscht, dass es ein möglichst zentraler Standort ist. Wir haben zuerst geschaut, ob wir es irgendwo auf den ehemaligen ÖPB-Gründen unterbringen, da im Bereich Warmuth. Aber das ist rechtlich nicht so einfach möglich. Es ist zwar Eigentümer das Land Kärnten, aber grundbücherlich nach wie vor die ÖPB. Und deshalb kommt man dazu keine Juristen, die sich wirklich drüber trauen, etwas zu entscheiden. Und dann sind wir halt doch wieder im Bereich der Volksschule gelandet und in dem Bereich da hinter der Schule stört es jetzt optisch nicht so und ist trotzdem zugänglich für alle, die dorthin müssen. Also der BOP ist einmal da, dort ist eben mehr oder weniger die Schaltzentrale für alle Glasfaserleitungen, die dann von diesem Standort in die ganze Gemeinde ausgerollt werden. Es hat eine Besprechung mit der ausführenden Baufirma letzte oder vorletzte Woche gegeben, die DPB war einmal da mit dem zuständigen Bauleiter. Es wird jetzt über den Winter praktisch, haben wir auch schon darüber geredet, es hat Verzögerungen gegeben, werden die Detailplanungen gemacht, dass man dann wirklich nächstes Jahr im Frühjahr, sobald es witterungstechnisch geht, mit dem Glasfaserausbau flächendeckend beginnen kann in der Gemeinde. Alle Grundstückseigentümer, alle Anschlusswerber, die sich damals gemeldet haben, werden zeitgerecht informiert, wann die Baufirma da ist. Es gibt da schon teilweise erste Vereinbarungen, dass eben die Grundstücke oder sagen wir so die Baumaßnahme von Grundstücksgrenze bis zum Haus auch schon mitbeauftragt wurden. Also es kommt jetzt schon langsam Bewegung in die Sache. Und laut Förderrichtlinien muss das Projekt ja jetzt aufgrund der Verlängerung bis spätestens Ende 2025 fix fertig und abgerechnet sein. Also es ist ein Licht am Ende des Tunnels und es ist immer noch ein gutes Projekt. Es hat sich in der Zwischenzeit ja bei den Kosten wesentlich verteuert für die alle, die das zahlen müssen. Wir Gott sei Dank nicht, aber es war knapp vor einem Scheitern, aber es ist nachverhandelt worden. Die Förderrichtlinien sind aufgeweicht worden und dadurch kann Kütschach-Mauthen und die anderen 6 Gemeinden jetzt dieses Projekt umsetzen. Gibt es dazu noch Fragen? Sehe ich nicht. Darf ich einen Antrag stellen? Aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 5. November ergeht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil des Antrags bildende Bestandsvertrag abzuschließen zwischen der Marktgemeinde Kütschach-Mauthen Immobilien KG Kütschach-Mauthen und der Breitbandinitiative Kärnten Herrengasse 9 genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme, einstimmige Annahme. Damit sind wir jetzt grundsätzlich am Ende der Sitzung angelangt. Wir haben 3 Anträge von der Fraktion der Freiheitlichen und Unabhängigen
Kürtschach-Mauthen. Und zwar, erster Antrag, die Fraktion der Freiheitlichen und Unabhängigen stellt einen Antrag an den Gemeinderat Kürtschach-Mauthen gemäß § 41 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung. Da die Präparation und Instandhaltung der Langlaufloipe in den Wintermonaten auch Aufwendungen hat, wäre es so wie auf der Skipiste für Tourengeher angebracht, eine Saisongebühr zu verlangen, zum Beispiel 50 Euro mittels Aufkleber. Auch Tagesgäste könnten mittels QR-Code-Tickets lösen. Diese Einnahmen sollen ausschließlich zur Erhaltung der Loipen herangezogen werden, damit auch in Zukunft das Langlaufen in unserer Gemeinde möglich sein wird. Es geht der Antrag, der zuständige Ausschuss möge beraten und beschließen, eine Einhebung mittels Verkauf von Saisonaufklebern und QR-Code für die Nutzung der Langlaufloipe in der Gemeinde umzusetzen. Danke. Ich weise den Antrag dem Gemeindevorstand zu. Die Fraktion der Freiheitlichen und Unabhängigen stellt einen Antrag an den Gemeinderat Kürtschach-Mauthen gemäß § 41 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung. Da es nicht immer einfach ist, für Sitzungen im Gemeinderat Arbeitsgruppen sowie Ausschüssen kurzfristig, Klammer auf, eine Woche vor Termin, Klammer zu, Dienste und andere Termine zu tauschen, wäre es von großem Vorteil nach Bekanntwerden eines Termins, ein Aviso per E-Mail auszusenden. Hierbei braucht es sich nur um Zuständigkeit und Datum handeln. Viele Gemeinderäte, die ihrer Arbeit nachkommen müssen, hätten dann bessere Möglichkeiten, Termine wahrzunehmen. Es gibt Antrag, der Gemeinderat möge beschließen, dass die Gemeindeverwaltung bei Bekanntgabe eines Termins betreffend Gemeinderat, Ausschüssen, Arbeitsgruppen und Ähnliches einen Terminaviso an alle Betroffenen aussendet. Gut, wer sich auch dem Gemeindevorstand zur weiteren Behandlung zu. Und dann haben wir einen Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 AGO, Petition an den Kärntner Landtag, Abschaffung der Landesumlage. Die finanzielle Lage der Gemeinden in Kärnten ist äußerst prekär und resultiert aus einer Vielzahl von Faktoren wie steigenden Preisen, hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit. Maßnahmen des Bundes ohne entsprechende finanzielle Ausgleichszahlungen, wie die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen, haben die Einnahmen der Gemeinden weiter dezimiert. Gleichzeitig sind die Ausgaben für Bereiche wie Gesundheit und Pflege stark gestiegen, was zu erhöhten Transferzahlungen an das Land geführt hat. Seit dem Vorjahr warnen der Kärntner Gemeindebund und der Städtebund vor einer finanziellen Katastrophe. Diese ist mittlerweile eingetreten. Prognosen zeigen, dass für das Jahr 2024 voraussichtlich keine einzige Gemeinde mehr ein ausgeglichenes Budget vorweisen kann. Eine noch nie dagewesene Situation. Und das, obwohl die Kärntner Gemeinden österreichweit die geringste Pro-Kopf-Verschuldung und die niedrigsten Personalstände je 1000 Einwohner verzeichnen. Das Budgetdefizit im kommunalen Bereich wird derzeit auf etwa 160 Millionen Euro geschätzt. Das bedeutet, dass zahlreiche Gemeinden nicht mehr in der Lage sein werden, ihre laufenden Ausgaben zu decken oder zu investieren. Die Auswirkungen wären verheerend. Als bedeutende öffentliche Investoren hätten Gemeinden keinerlei Spielraum mehr für Investitionen, was zu einem weiteren Rückgang im bereits schwächelnden Baubereich führen würde. Investitionen in Kinderbetreuung, Bildung und den Ausbau des Verkehrswesens wären ebenfalls stark gefährdet. Vor diesem Hintergrund wäre die Abschaffung der Landesumlage dringend notwendig. Diese Umlage stellt eine beträchtliche finanzielle Belastung für die Gemeinden dar. Die Abschaffung würde den Gemeinden die Möglichkeit bieten, mehr Mittel für die Förderung der lokalen Wirtschaft, für Unternehmen und die Entwicklung der Gemeindeinfrastruktur einzusetzen. Angesichts der akuten finanziellen Notlage und der drohenden Zahlungsunfähigkeit ab Mitte 2024 erscheint die Abschaffung der Landesumlage als entscheidende Maßnahme, um den Gemeinden ihre dringend benötigte finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Der Gemeinderat möge daher beschließen, der Kärntner Landtag wird aufgefordert, die Landesumlage für die Gemeinden Kärntens abzuschaffen. Es handelt sich hierbei um einen Dringlichkeitsantrag, der grundsätzlich so zu behandeln ist, dass zuerst über die Anerkennung der Dringlichkeit abzustimmen ist, bevor über den Antrag diskutiert und abgestimmt werden kann. Für die Annahme der Dringlichkeit braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Es gibt gewisse Ausschließungsgründe, um einen Antrag als Dringlichkeitsantrag anzuerkennen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn es eine direkte Auswirkung, negative Auswirkung auf die Gemeindefinanzen hätte. Solche Anträge dürfen sowieso nicht als Dringlichkeitsantrag behandelt werden, sondern sind immer in einem Ausschuss oder im Gemeindevorstand zu diskutieren. Nachdem ich mit einem derartigen Antrag gerechnet habe, muss ich sagen, habe ich mir heute im Vorfeld mit dem Gemeindebund unterhalten, wie man mit solchen Anträgen umgeht. Jetzt nicht inhaltlich, sondern überhaupt
ist das eine Geschichte, die die Gemeindefinanzen negativ beeinflussen könnte. Im ersten Moment natürlich nicht, sondern würde die Gemeindefinanzen entlasten, weil man ja die Umlage nicht mehr zahlen muss. Die Frage ist, was passiert mit der Umlage? Das ist die große Krux. Es ist davon auszugehen, dass die kleineren Gemeinden eher Nutznießer der Umlage sind, weil sie sehr viele Mittel daraus bekommen. Also in Kärnten reden wir von ca. 54 Millionen Euro, die das Land Kärnten aus der Umlage lukriert von den Gemeinden, wobei allein die Städte Klagenfurt und Villach ca. 20 Millionen in diese Umlage hineinzahlen und der Rest durch die anderen Gemeinden gebracht wird. Die Grundaussage hat man jetzt zwar nicht genau sagen können, wie es in Kutschermauten ausschaut, von der Verteilung und was wir da über die Umlage zurückbekommen, aber in der Regel ist davon auszugehen, dass Gemeinden unter 10.000 Einwohner eher die Nutznießer der Umlage sein und die großen Gemeinden und Städten eher die Nettozahler sind. Ich lasse trotzdem über die Dringlichkeit abstimmen, weil es nicht ganz klar ist, ob es einen positiven oder negativen Effekt für die Gemeinde Kutschermauten hätte, diese Umlage einzustellen. Entscheiden können wir es eh nicht. Entscheiden tut es eh das Land. Wir können nur den Antrag stellen. Aber ich würde das Thema trotzdem gerne in Ruhe im Gemeindevorstand diskutieren, damit wir vergleichen können, was zahlen wir ans Land und wie viele Transferleistungen bekommt die Gemeinde, um einfach auszuschließen, dass wir uns mit so einem Antrag selber ins Knie schießen. Ich verstehe den Antrag grundsätzlich absolut. Ich würde nur gerne die Dringlichkeit, also ich persönlich, in dem Fall nicht anerkennen, weil ich das Thema einfach gerne im Gemeindevorstand unter Beiziehung des Finanzverwalters und auch der Gemeindeabteilung einmal mit Zahlen hinterlegen möchte. So, zu der Einleitung darf ich jetzt über die Dringlichkeit zu dem Antrag abstimmen. Wer der Meinung ist, dass dieser Antrag dringlich behandelt werden soll, bitte um ein Handzeichen. Ist nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit, damit wird der Antrag dem Gemeindevorstand zu weiteren Behandlung zugewiesen. Gut, damit darf ich die Tagesordnung offiziell und die Sitzung für beendet erklären. Als Aviso, wir haben nächste Woche am 6. die Einladung ist eh schon draußen, einen Gemeindevorstand wieder mit Erweiterung, alle Fraktionen zur Budgetbesprechung und werden voraussichtlich am 14. Dezember die Budgetsitzung des Gemeinderates durchführen, um wirklich dann in die Zukunft zu blicken. Also bitte, sich die Termine freizuhalten. Wer schon weiß, dass er nicht Zeit hat, bitte gleich Vertretungen aktivieren. Es geht wirklich diesmal ans Eingemachte und es werden sehr wichtige Maßnahmen für die Zukunft besprochen. Herzlichen Dank und schönen Abend.